Hallo, liebe Mutzis! Kurze Durchsage und dann geht es gerade los mit der Folge. Meine Tour Zero ist jetzt am Start. Kommt vorbei, ganz viele Termine, geht schauen, wo ich wann bin. Buche Tickets, bevor es zu spät ist. Tryouts sind durch und es wird eine richtig geile Show mit grossartigen Support-Acts. Teddy Hall, Leila Ladari, Benjamin Delahaye und Matteo Gudenrath. Also, kaufe Tickets auf www.joelvonmutzenbecher.ch, bevor es zu spät ist. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Es ist eine gute. Pipe jetzt einfach mal. Alright, es ist mir eine grosse Freude und Ehre, dass du da bist. Für mich ist es eine grosse Freude und Ehre. Danke für die Einladung. Cool. Keine Ahnung, was wird passieren, aber ich bin gespannt. Ich auch nicht, wirklich auch nicht. Aber auf das freue ich mich auch. Und fort, wo wir uns irgendwie kurz begegnet sind, weil wir haben uns, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Nein. Habe ich gesagt, ich bin auch ein bisschen überrascht gewesen, dass du kommst. Und dann hast du gesagt, die abgehobene Philosophie. Sternstunde Philosophie-Moderatoren. Ja. Dann hast du nicht damit gerecht, dass sie kommen. Ist das... Keine Ahnung, ob Leute das Klischee haben, aber vielleicht. Gut, ich bin jetzt nicht aus der Comedy-Szene, ich mache ja Philosophie auf allen Ebenen, bei SRF3 und auf YouTube und mit Kind und so. Von dem her hoffe ich nicht, dass ich den Eindruck vermittle, dass ich abgekommen bin. Nein, das habe ich jetzt aber auch nicht das Gefühl gehabt. Genau. Nein, aber ich habe mir gedacht, vielleicht passt es irgendwie nicht. Du bist ja nicht oft Gast. Nehmen. Ja, eben, wenn ich irgendwie ein Buch geschrieben habe oder wenn ich, keine Ahnung, bei SRF3 dann der Hausphilosoph bin und so etwas versuche, Stellung zu nehmen, dann schon. Und sonst bin ich der Fragen stellt, ja. Eben, dann bist du klar in der Rolle vom, ja, voll. Vom Philosoph. Also ich kann es als Rolle bezeichnen. Ich meine, Philosophie ist ja... Als Fragesteller, oder was meinst du? Nein, eben, wenn du als Gast bist. Ja. Genau, ja. Genau. Ja. Da bin ich eigentlich meistens Experte. Experte. Aber gut, bei SRF3 am Samstagmorgen, bei der Rahel Giger, bei dem Format Gigets, dort ist auch vieles persönlich. Also so ein bisschen auch aus der eigenen Erfahrung und dann nachher immer noch etwas Fachliches. Ja. Yeah. Und ein philosophisches Zitat oder eine Theorie. So. Ich glaube, so bist du mir bewusster geworden, weil ich eine Zeit lang die Wochenrundshow moderiert habe. Und die ist immer nach der Morgensendung von der Rahel gesehen. Und dann bin ich halt im Auto, um mir so ein bisschen einstimmen, bin ich schon am SRF3 los gesehen. Und danach hat es meistens irgendwie du zu Gast gesehen. Und darum, ich glaube, wir haben uns so mal en passant gesehen. Aber so richtig kennengelernt nicht. Und bist du an den Swiss Comedy Awards gesehen? Ja, genau. Bin ich das Jahr zuerst mal schauen. Und mich hat es einfach gedacht. Wunder genommen. Genau, ja. Weil ich hatte die von weitem, habe ich die, glaube ich, mal gesehen. Aber es ist ein riesen Trubel gesehen. Ja, das war eine interessante Erfahrung, die ganze Szene mal so zu sehen. Und die Leute, die man vor der Kamera sieht und auf der Bühne sieht, mal dort zu sehen. Und ja, coole Erfahrung gesehen. Warum hast du denn gehen? Also, mich hat es eigentlich Wunder genommen, so mit ein paar Leuten mal zu reden. Also ich mache selber auch so ein bisschen Stand-up-Philosophy auf der Bühne. Ah, wirklich? Genau, in Luzern, im Kleintheater, machen wir das seit etwa 4 Jahren, 3-mal pro Jahr mit einem Freund zusammen. Und das hat mich so ein bisschen gereizt, irgendwie so ein Netzwerk ein bisschen grösser zu machen und ein bisschen zu schauen, ja, vielleicht mal mit jemandem zu reden, so eigene Erfahrung austauschen. Und sonst kenne ich jemanden, also sie Barbara Anderhub, sie arbeitet beim Radio SRF 1, Spasspartout, und mit ihr mal geredet und sie geht amix und dann hat sie ein Ticket gehabt und ich habe gesagt, komm, das machen wir jetzt, dann gehen wir und haben uns da oben gegeben, es war sehr lustig gewesen. Und hast du dich nicht verloren gefühlt? Weil das Jahr habe ich gefunden, ist eine extreme, extrem kompakte Haufe gesehen von der Comedy-Szene. Also, weißt du, letztes Jahr hast du im Kongresshaus gesehen und dann hast du irgendwie noch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 700 andere Leute gehabt. Nein, ich habe gefunden, also ich habe schon ein paar kennen und bin dann irgendwie ins Gespräch gekommen, ob das jetzt irgendwie Patti Basler oder Michael Elsener oder sonstige Leute sind, die ich schon kenne, Jane Mumford und so. Genau, also ich habe mich nicht verlegen gefühlt und Barbara Anderhub war auch noch dort gewesen. Von dem her okay. Also ist mir auch wichtig, dass die Comedy
Szene und Comedy an sich einen guten Ruf hat. Ja, ja, aber was man sich natürlich überlegt ist, ihr seid irgendwie eine Familie, so ein Kollektiv, aber ihr seid auch alle Konkurrenten, oder? Auf eine Art, das stelle ich mir schon noch speziell vor. Ich empfinde es aber wirklich nicht als das. Ja. Weil ich habe das Gefühl, Comedy ist anders aufgebaut in diesem Punkt. Ich glaube, mit der Pony M haben wir es davor gehabt. Das, nur ganz kurz, irgendwie in anderen Bereichen, zum Beispiel Musik, gibt es eigentlich selten so etwas wie eine Mixed Show. Mhm. Und in der Comedy fährst du eigentlich mit entweder Open Mics oder Mixed Shows oder was weiß ich. Du hast sehr früh die Erfahrung, die Bühne mit anderen Menschen zu teilen. Mhm. Und alle machen ihr Ding, aber zusammen gibt es halt dann gleich so eine gesamthafte oben so ein gesamthaftes Erlebnis fürs Publikum und darum halt auch ein bisschen für einen selber und irgendwie... Ja, nein, ich denke jetzt nur so Sachen, weißt, es gibt auch Plattformen oder eben die irgendwie Late-Night-Shows, die gibt es einfach beim SRF den einen Sendeplatz und irgendwie da wollen gewisse Leute und da gibt es halt gezwungenermaßen Konkurrenzverhältnis. So. Genau, bei so Sachen dann schon, aber ich glaube, dort versteht man dann halt schon genug, was für Mechanismen halt sonst noch mitspielen. Mhm. Also, weißt, ich habe noch nie jemandem jetzt missgönnt, dass er oder sie den Job gekriegt hat. So, irgendwie am Anfang bist du vielleicht noch eher bei gewissen Sachen, denkst du dann so, warum bin ich jetzt nicht dort? Mhm. Aber ich tue es nicht auf die Person beziehen, die dann dort ist, sondern ich sage einfach so, wieso ich nicht? Aber das ist so eine Anspruchshaltung, die dann auch zum Glück sehr schnell verloren geht. Mhm. Also ist bei mir so gesehen. Mhm. Ja, weil das ist schon gut. Es bringt überhaupt nicht. Ja. Also, ich habe dort keine... Ja, ich meine, ich habe das Gefühl, es passiert vielleicht auch mit einem, oder? Also, dass man dann irgendwie gleich, wir wollen ja alle gute Menschen sein und nett und nicht eifersüchtig und nicht neidisch und so weiter, aber wir sind auch Menschen und es passiert dann gleich so. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, man kann das auch gut kontrollieren, im Sinne von zum Beispiel, ich weiß von Bahnen, ich habe das früher auch gemacht, was du natürlich kannst machen, ist, du kannst schauen, wie viele Tickets verkauft jemand anders. Mhm. Zum Beispiel. Also weißt du, siehst, ich bin im Theater, die Person ist in dem Theater und dann gehst du in den Zahlplan und fährst auf den Gleichen und so. Das ist dann natürlich, das aber das ist, ich glaube, es ist bei allem im Leben. Es ist, ob jetzt eine Person auf sich bezogen ist, im positiven Sinn und einfach schaut, wie es dieser Person selber geht oder ob man unsere Umstände die ganze Zeit lässt beeinflussen, wie es einem geht. Genau. Ja, das ist schön gesagt, ja. Also wie sehr machst du dich abhängig, deinen Selbstwert von irgendwelchen Bewertungen von anderen, oder heisst das? Ja. Mhm. Ich nehme an, in der Philosophie gibt es sehr viel über das. Ja, ja, klar. Willst du Philosophie? Ja, klar. Das ja, also ich kann es nicht. Das ist schon mal... Ich fühle mich... Weißt, wenn ich dir gegenüber sitze... Was? Ja. Dann fühle ich mich natürlich super dumm, weil ich Das gibt keinen Grund. Ich bin ja nicht jemand, der auftritt und behauptet, ich habe Antwort oder ich weiß viel oder so. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr bescheiden im Auftritt, oder? Wenn ich als Philosoph rede, versuche ich irgendwie gewisse Ansätze zu schildern, zu abzubrechen und dann letztlich entscheidet man sich selber oder man bildet sich eine Meinung. Und was ich halt gemacht habe, ist, dass Philosophie studiert und Doktorarbeit und dann weisst du ein bisschen, hast einen Rucksack und kannst ein bisschen Sachen hinlegen und die Leute können sich bedienen. Aus dem Laden. Eben, und wenn ich irgendwie über etwas rede, dann habe ich den Rucksack nicht. Ja, ja gut. Weißt? Und dann denke ich so... Ja, das ist ein anderer Rucksack, ein paar, ja. Und dann denke ich so, ich habe keine Ahnung, von was ich rede, oder? Ja. Und wenn ich zum Beispiel über Comedy rede, dann kann ich mega lange reden und kann behaupten, ich weiß, wie es läuft. Obwohl ich natürlich auch keine Ahnung habe. Ja. Aber es hat immer mit dem Gegenüber auch zu tun. Ja, ja, ja. Nein, aber ich glaube, also... Philosophinnen und Philosophen können halt so die ganze Geistesgeschichte zum Teil, weißt, man kann jemanden zitieren und kann sagen, woher kommt das und so. Ich kann Sachen einordnen, das ist auch mega schön. Ich finde, das hilft mir auch. So in dieser Verlorenheit, die man heutzutage sieht, in Krisenzeiten, und es ist so unübersichtlich und man weiß nicht, was richtig und falsch ist. Und dort so eine Gelassenheit zu entwickeln, nicht indem man Antworten hat, sondern indem man weiß, welche Antworten möglich sind und welche Gründe dafür und dagegen könnte sprechen. Und man muss nicht unbedingt irgendwie eine Position haben, eine Meinung haben. Also ich glaube, das Nichtwissen kann sehr entspannend und sein und eine Gelassenheit auslösen. Aber, Sorry? Sag noch. Ich weiß nicht, was ich okay. Es ist aber ja ein Nichtwissen aufgrund von vielem Wissen. Genau. Oder? Docta Ignorantia heisst das im Mittelalter. Aber gelehrte Unwissenheit, ja, ist eigentlich etwas Schönes. Und
Das ist ja generell ein Phänomen, glaube ich. Auch in der Physik sieht man das. Weißt, je mehr du weißt über die Welt, mhm. desto mehr entdeckst du, was du alles nicht weißt. Mhm. Dunkle Materie zum Beispiel, oder? Ja. Yeah. 80% oder 90% vom Universum besteht aus dem, und wir wissen einfach nichts darüber. Ja. Yeah. Weißt du, so Sachen. Und das hast du irgendwann mal entdeckt und gemeint, du bist jetzt kurz vor dem Ende, hast eigentlich alles durchschaut. So. also das ist ein Phänomen, das sehr verbreitet ist, ja. Und wie man weiss, desto weniger, oder desto mehr erkennst, wie wenig du weißt, ja. Und du sagst, das ist ein befreiendes Gefühl, das eigentlich nicht wissen. Ja, ich finde das befreiend. Und es gibt schon in der antiken Philosophie die pyrrhonischen Skeptiker. Das ist so ein bisschen eine Schule, wo ich eigentlich daraus rauskomme. Ich finde das sehr sympathisch. Die haben wirklich versucht, so eine Seelenruhe, eine Ataraxie herzustellen, indem sie gesagt haben, okay, wir haben hier Position und Gegenposition, schauen Gründe an. Und letztlich gibt es so ein Gleichgewicht. Und aufgrund von dem stellt sich da so eine Seelenruhe ein. Man ist nicht fanatisch überzeugt von etwas, man strebt nicht eifrig nach etwas nach und wenn es dann nicht da ist, ist man irgendwie am Boden zerstört, sondern man ist ein bisschen, sagen wir mal, relativistisch unterwegs und kann Sachen so ein bisschen auch stehen. Ja. Ich habe in meinem Leben für mich gemerkt, wie unglaublich befreiend es war, als ich angefangen habe, und das war erst vor ein paar Jahren, gewesen, ab und zu zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, das mache ich aber. Es ist mega befreiend. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss alles wissen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss zu allem etwas sagen. Mhm. Und meistens auch noch irgendwie eine Gegenmeinung einnehmen, einfach weil sonst kein Gespräch entsteht. Also weißt du, so, alles so Sachen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wenn du es nicht weißt und du dann sagst, du weißt es nicht, es fällt dir so eine Last von der Schulter, so richtig übertrieben. Genau, und die Diskussion ist auch eine andere. Yeah. Oder? Man versucht, den anderen nicht zu überzeugen, man hört besser zu, man geht in ein Gespräch und denkt, okay, es kann sein, dass ich nachher anderer Meinung bin. Mhm. Ich lasse einfach mal meine Meinungen weg, weil die haben nichts mit meiner Identität zu tun, die sind nicht so wichtig. Mhm. Und so in ein Gespräch hineingehen, da kannst du ja gleich gut informiert sein, aber einfach noch keine feste Meinung haben. Also, Ja. Aber das braucht, glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung und irgendwie auch eine Grundsicherheit, so psychologisch, damit man das schafft. Sonst klammert man sich so an eine Position und meint, wenn ich keine Meinung habe, bin ich dann niemand. Ja, aber ich habe für mich das Gefühl gehabt, es ist ein Ego-Problem. Ja, ja. Also nicht das Gefühl gehabt, es ist ein Ego-Problem, es ist ein Ego-Problem gesehen. Nämlich effektiv, mein Ego hat nicht erlaubt zu sagen, ich weiß es nicht. Sondern mein Ego hat gefunden, du musst jetzt da der Experte sein, zu keine Ahnung was. Und woher kommt das, Joel? Keine Ahnung. Also wir müssen auch keine Therapie-Session machen. Aber ich verstand absolut den Grundgedanken von, wenn man eben das nicht wissen, dass man das auch akzeptiert. Mhm. Ich glaube nicht das gleiche wie Stoizismus. Wie Stoizismus oder was? Stoizismus, sorry. Ja, Stoa. Ja, aber es hat auch damit zu tun. Ich glaube, es ist etwas Ähnliches in dem Sinn. Die haben ja auch so eine Gelassenheit gesucht, die stoische Ruhe. Mhm. Einfach in dem Sinn, dass du sagst, vieles in der Welt draußen können wir nicht steuern, nicht beeinflussen, ist nicht in unserer Kontrolle. Oder? Yeah. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie das Glück nicht abhängig machen von zu vielseitigen Sachen, die wir nicht unter Kontrolle haben. So. Yeah. Und was ich immer so feststelle für mich, ist, dass ja heutzutage in eigentlich egal welcher Thematik, man immer muss Teams wählen. Es ist immer nur noch, es sind immer nur noch starke Gegensätze. Also es ist immer noch entweder blau oder grün und es ist irgendwie schwarz oder weiß und so weiter und so fort. Und dass eben das, ich weiß es nicht und irgendwie einfach mal ohne Grundhaltung darüber reden, habe ich das Gefühl, ist extrem verloren gegangen. Ja, das ist aber, würde ich auch sagen, das ist, glaube ich, so eine Zeitdiagnose, die viele Experten erteilen. So die Polarisierung, es hat mit den sozialen Medien zu tun, es hat aber auch mit der Moralisierung zu tun vom Alltag oder alles ist irgendwie moralisch aufgeladen, wo hast du deine Kleider und was ist und so. Und es ist alles so umkämpft, also haben wir schon den Eindruck. Und ich glaube auch, das hat zugenommen, auf jeden Fall. Und es ist da halt einfach nicht so interessant, wenn du sagst, ich tue es jetzt mal differenziert und nüchtern beschreiben oder ich weiß es noch nicht so genau. So, wenn du auf Twitter das ab und zu schreibst, hast du wahrscheinlich nicht so viele Follower noch. Ich stell mir eine Arena vor, weißt du, so schön. Sechs Menschen dort sind und alle sind so, bin mir jetzt noch nicht so sicher und ich muss vielleicht noch mal drüber nachdenken. Aber das ist ja auch noch interessant, weil ich meine, was man weiss, ist, dass die Politikerinnen und Politiker natürlich, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, ganz anders reden, oder? Ja. Yeah. Die reden ja nicht zum Gegenüber, das ist ja kein Gespräch, sondern die versuchen ja Zuschauerinnen und Zuschauer zu überzeugen. Yeah, tun sie so auch
selbstsicher, dogmatisch, auf den Punkt, so viel Rhetorik, oder? Ja. Aber selber haben die natürlich auch Zweifel, also offensichtlich. Und die reden untereinander anders, oder? Ja, also es ist dann der Performance-Modus. Genau. Oder? Genau. Und es ist nicht Fragen beantworten, sondern Fragen bearbeiten. You don't answer questions, you handle questions. Sehr gut. Deine Plotpoints eben trotzdem durchbringst. Ja, genau. Wie schaffst du den Bogen zu deinen Punkten, die genau. Du schnell bringen? Und durch das ist es dann eben nicht einmal ein Gespräch, sondern es ist ja wirklich einfach, sobald man kann reden, geht's los. Ja, so. Genau. Ja, und ich glaube eben, die Gefahr ist, dass man auch daheim am Essenstisch oder unter Freunden dann auch manchmal in diesen Modus verfällt, so den Standpunkt austauscht, oder? Und ich glaube, das ist kein echtes Gespräch, oder? Was irgendwie aus philosophischer Sicht dem Sokrates vorgeschwebt ist, oder? Mit ich weiß, dass ich nichts weiß. Und jedes Denken ist dialogisch im Austausch mit anderen, ist etwas völlig anderes, oder? Das ist irgendwie einerseits so ein bisschen das Versuchen rauszukitzeln vom anderen, was glaubst du wirklich, was ist dir wirklich wichtig, was findest du richtig, aber auch die eigene Meinung, wie so ein bisschen zu testen zu profilieren am anderen, am Gegenüber, oder? Und ich meine, bei den meisten Meinungen haben wir nie wirklich darüber nachgedacht, wo wir haben. Wir haben die einfach übernommen, ursprünglich von den Eltern, von den Lehrern und Medien und Kollegen und so. Aber du merkst schon eigentlich erst, wie schlecht begründet die meisten Meinungen sind, wenn du mit Andersdenkenden redest, oder? Ja. Yeah. Dann merkst du, aha, ja gut, schwierig. Und dann oft kommst du dann in die Verhärtung rein. Ja, das ist ja dann so ein Verteidigungsmechanismus. Voll. Wo dann eben so findest, ich darf gar nicht, dass es so wie kommt. Ich darf das nicht zulassen. Genau. Ja, eine Meinung bilden ist ja wahrscheinlich dann ist etwas viel Schwieriges. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn ich mir überlege, von wo ich meine Meinungen habe, was ich glaube noch nie gemacht habe, sondern eben, die sind ja oft irgendwie schon da. Die sind einfach da, ja. Und irgendwie eben beeinflusst, keine Ahnung, Sprüche da und da und heute wird denen sehr gern einem wie vorgehalten, dass man letzte Woche noch eine andere Meinung gehabt hat. Das merke ich oft irgendwie. Okay. In einem Gespräch über etwas kannst du ja auch mal deine Meinung beändern. Kannst du mal sagen? Ja, sicher. Mittlerweile mit, keine Ahnung, neuen Informationen und eben neuen Gesprächen denke ich so, vielleicht ist es mehr so. Hast du aber vor einer Woche noch nicht so gesagt. Darfst nicht, ja. Und dann bist du so, ja, aber... Das ist ja das Leben, ja, oder der Prozess, das nennt man auch Bildung oder Lernen, ja, klar. Ich glaube, da ist ja eben das Meinungbilden, sozusagen. So, wie sind wir jetzt auf das gekommen? Wegen Comedy. Keine Ahnung. Comedy Need, genau. Wegen Need in der Comedy, ja. Also, ich habe das auf jeden Fall nie so empfunden. Über was wollen wir sonst reden? Das musst du sagen, ich bin einfach da. Du bist Passagier heute, das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin, nachdem ich dir so ein bisschen bei dem Samstagmorgen Talk mit der Ayla zugehört habe, bin ich dann immer wie mehr vereinzelt, habe ich dann irgendwie Folgen von Sternstunde Philosophie, aber zum Teil eben auch so Backkatalog, also weißt du, halt irgendwie eine, die vor 3-4 Jahren ist oder so. Und dann habe ich irgendwann mal zur Nacht, so beim Zappen, ist Bleisch Bossart gekommen. Wo ihr immer über ein Thema euch austauscht. Und es hat mich recht reingezogen, muss cool. ich sagen. Schön. Und dann habe ich natürlich jetzt im Vorfeld auf heute habe ich geschaut, was du sonst so gemacht hast. Und die Philosophix. Ja. Videos habe ich natürlich auch schon mega viel gesehen. Das sind so kurze Animationsvideos, so Gedanken, philosophische Gedankenexperimente. Genau. So Dilemmas und so, ja. Und dort heisst, hast du mit. Ja, ja, also ich habe ja ein Buch geschrieben vor gefühlten 7-8 Jahren, so ein philosophisches Einführungsbuch, eigentlich eine Einführung in die Philosophie. Das heisst, ohne heute gäbe es morgen kein Gestern. Das besteht eigentlich nur aus solchen Gedankenspielen und Gedankenexperimenten. Oder? Yeah. Das Berühmte ist irgendwie aus der Ethik, dass ein Zug, der nicht mehr bremsen kann, oder Trolley Problem, fährt auf 5 Menschen zu und das Einzige, was du machen kannst, ist die Weichen stellen und dann fährt er auf ein anderes Gleis, Zug, und tötet dann eine Person, was machst du jetzt und so. Und mit solchen Beispielen kannst du halt gut einerseits die Leute zum Denken bringen, oder? Ich bin auch früher mal Lehrer gewesen, an der Kante, Philosophielehrer, und das funktioniert super mit solchen Beispielen.
Und bei solchen Videos kannst du dann auch noch Theorien erklären, so ein bisschen, die dahinter stehen. Weißt du, der Immanuel Kant ist dann eher der, der das würde machen und so. Und so, genau. Und ja, aus dem Buch raus oder eigentlich aus dieser Idee, dass ich gerne mit solchen Gedankenexperimenten arbeite, ist dann eigentlich auch die Idee entstanden mit dem Philosophix zusammen mit Barbara Bleisch, die auch schon natürlich lange dabei ist. Und dann haben wir das scripted mit einem coolen Zeichner und einem ganzen SRF Kulturteam. Sehr aufwendig waren die Sachen, aber ich finde es mega hochwertig und die Schulen schätzen es so. Und eigentlich gute Klicks auf YouTube und ich glaube, es sind so eine gute Library Value, weißt du, dass sie bleiben lang und die sind zeitlos irgendwie gültig. Ja, ja, weil das ist dann das, wo ich mir überlegt habe, oft, wenn du irgendwie so im Umfeld hörst, jemand studiert Philosophie, ist nachher so die Frage, was macht die Person denn mit dem? Ja, klar, also habe ich mich auch gefragt natürlich. Wirklich? Ja, ja, und dann kannst du mit den Nebenfächern kannst du so ein bisschen schauen, wenn jetzt irgendwie ein BWL würdest nehmen oder so, ist wahrscheinlich wäre klüger gewesen. Ich habe Geschichte und Musik genommen, Musikwissenschaft. Ah, auch noch? Ich habe wirklich voll darauf vertraut, dass ich irgendwie, also das sind eigentlich auch meine Eltern, die dann gesagt haben, hey, das sind 5 Jahre vom Leben und sind wichtige und mach etwas, was dir Spass macht. Und, wirklich? Wo du dann hoffentlich auch nachher gut bist und etwas dann irgendwie im Vertrauen darauf, dass du findest dann schon etwas. Und ja, und das hat jetzt also mega glücklich geklappt, muss man sagen, oder? Also mit dem SRF und der Sternstunde Philosophie und so. Und das ist natürlich selten. Und sonst kannst du eigentlich eben, du kannst Lehrer sein, du kannst irgendwie schon auch in die Wirtschaft gehen als Berater, Ethikkommissionen, so. Also es gibt schon Jobs, aber du musst immer so ein bisschen, bist immer der Quereinsteiger als Philosoph. Ja. Das heisst, du hast gar nicht, du hast auch gar keinen klaren Plan gehabt. Ich habe ursprünglich schon, hat mir das so fest Spass gemacht, dass ich an der Uni wollte bleiben. Also ich habe eine Doktorarbeit noch geschrieben nach dem Studium. Und beim Schreiben in, hatte ich wirklich so eine Krise gehabt und gemerkt, das passt nicht zu mir, ich kann das nicht gut, es tut mir nicht gut, so einsam und sehr ins Detail gehen. Aha, und, also wirklich der Prozess von ja, das geht 3-4 Jahre, bist du eigentlich dein eigener Richter permanent, weißt du. Also du schreibst und du hast selten irgendwie Feedbacks, du bist nicht so eingebunden in Teams. Also ich zumindest nicht gewesen. Ich hatte ein Stipendium gehabt und bin im Ausland gewesen, in Deutschland. Ja, und irgendwie dann auch gemerkt, das ist nicht das, was mir gut tut, das ist eigentlich nicht das, was ich gut kann. Und ich kann glaube eher dann komplexe Sachen einfach vermitteln für ein breites Publikum und so. Und auch neue Themen erschließen und das macht mir mehr Spass. Aber ich kann eigentlich eine Uni-Karriere, kannst du sagen, machen, so im Studium mal. Oder ich will irgendwie weitermachen. Und, aber nachher hat es dann den Switch gegeben. Ja. Wo bist du in Deutschland gewesen? In Köln und in Berlin hauptsächlich, ja. Okay. Ja. Was ich behaupte jetzt mal, beide Städte, für mich vor allem Berlin, auch nicht hilft bei einem Gefühl von Einsamkeit. Ja, das ist sicher so. Ich hatte dort 2-3 Kollegen an der Uni, Kolleginnen und so, aber klar, du bist ja auch so ein bisschen lost, oder, wenn du aus Luzern kommst. Ja, auch Basel. Also, ja, genau. Es sind einfach keine Grossstädte. Es hat, ja, und auch so ein bisschen die Idylle und die Geborgenheit, die Natur, das habe ich dann auch in Deutschland vermisst in Köln, ehrlich gesagt. Ja. Und dann hast du dann den Baggersee, wo es geht. Aber. Ja, und auch der Rhein ist, ist zu gross und du bist zu weit weg von dem und irgendwie, du musst zu Basel, kommst auf den Rhein und schwimmst du jetzt da ab. Ja. Das ist etwas anderes. Ja, ist extrem bünzlihaft, aber man sucht das einfach auf als Kind und hat dann nachher die Gefühle. Ja. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Okay, und dann hast du aber gemerkt, dass das tut dir nicht gut. Was immer schon eine wichtige und grosse Erkenntnis ist, weil oft tut man sich ja dann auch in dem Festfahren, dass man so wie das frühere Ich hat entschieden, dass man jetzt das macht, also muss man dem auch gerecht werden. Oh ja. Oder? Ja, ja, klar. Klar. Ja, und das ist dann irgendwie auch wirklich ein Neuanfang und eine Krise im wahrsten Sinne vom Wort. Also ich habe wirklich auch, weißt du, mir ist psychisch nicht gut gegangen, Angstzustände gehabt und so, also wirklich so ein bisschen mehrere körperliche Symptome gehabt, wo dann auch klar war, das ist irgendwie, ich muss irgendetwas ändern. Also, der Druck ist zu gross, den ich mir selber mache. Und so. Das ist eigentlich im Nachhinein, wie es ja so oft ist, eine lehrreiche Zeit gewesen. Yeah. Ja. Ich habe gerade kürzlich über Angstzustand irgendjemand hat es gesagt, aus der Comedy, weißt du? Ja. Aber gesagt, Angstzustände sind ja eigentlich wahnsinnig wichtig, weil sie einem eben zeigen, dass man etwas ändern muss. Ja. Also, ich glaube schon,
Obwohl, ich bin dort auch kein Experte, aber es gibt vielleicht auch so Panikattacken, die einfach passieren. Aber klar gibt es immer unsere Umstände, die das irgendwie begünstigen, sage ich jetzt einmal. Aber bei mir war es wirklich so, gewesen, dass ich mich ein bisschen in dieser Rolle oder in diesem Lebensweg ein bisschen verirrt habe, glaube ich. Und das hat es wie gezeigt, oder? Durch den Leidensdruck. Und ja, und dann nachher ist irgendwie, sind wir zurückgekommen in die Schweiz. Oder ich habe es gleich noch fertig gemacht, die Doktorarbeit, und nachher mit der Frau zurückgekommen. Ah, sind zusammen schon da gewesen? Genau, ja. Sie hat dort den Master gemacht und ich Doktorarbeit. Und dann sind wir zurückgekommen. Und nachher habe ich für Ärzte ohne Grenzen mal eine Zeit lang geschafft, ein halbes Jahr. Und dann nachher beim SRF das Praktikum beworben, bei der Sternstunde Philosophie. Das hat geklappt und da können bleiben. Und ja, das ist stellfrei geworden und erhöht. Und dann zuerst hinter der Kamera als Redakteur, 4-5 Jahre. Und dann Moderation, das ist dann noch so ein bisschen grösserer Schritt gewesen. Das heisst, wo du dich fürs Praktikum beworben hast, hast du gewusst, dass das wäre es wahrscheinlich? Moderation von dieser Sendung? Also, ja, grundsätzlich für die Sendung arbeiten. Ja, also genau. Das, also ich habe es natürlich sehr gerne geschaut. Und ich habe gefunden, das wäre toll, dort mitzuarbeiten. Ja, ja, das war schon so gewesen. Und dann hat es sich bestätigt. Yeah. Super Team, bis heute noch. Ganz, ganz toll. Super Chefin. Und einfach also Inhalte, die ja Gold sind. Also Menschen und Themen. Das ist super. Ja, yeah, yeah. Was ich habe eine Folge vor Ewigkeit mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer sie moderiert hat, wenn ich ehrlich bin. Du hast nur eine Folge geschaut? Nein, aber eine, die ich vor Ewigkeit gesehen habe, hat mein Leben verändert. Was ist das? Effektiv. Und zwar der Gast ist eine Frau gesehen, die ein Buch darüber geschrieben hat, Freundschaft zu sich selber aufzubauen. Ah, okay. Ja. Und das ist wirklich, das ist ein paar Jahre her. So. Ja. Und ich habe wirklich per Zufall drauf gezappt. Ja. Und das hat für mich wahnsinnig viel verändert. Weil es wirklich eigentlich eben das völlig Grundsätzliche, so wie du andere Menschen anschaust und behandelst und auch liebst, trotz ihren Fehler und Makel und Eigenheiten, die dir vielleicht nicht zu 100% zusagen, so machst du es mit dir selber nicht. Sondern du suchst bei dir eigentlich immer das Schlimmste und irgendwie eben verdreist dich selber nicht und kannst nicht mit dir selber Zeit verbringen und so weiter und so fort. Ja. Oder? Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke, ich finde das auch. Der kommt auch aus der stoischen Philosophie, die Selbstfreundschaft. Ja, total. Und ich glaube, das ist Basis von Zufriedenheit und Glück. Oder sonst kritisierst du dich die ganze Zeit selber, rennst vor dir davon und all die Geschichten, die wir kennen. Ja. Und das hat bei mir gerade so zusammengepasst mit, dass ich auf eine Weltreise gegangen und dann halt wirklich haben wir Zeit mit mir verbringen und die Freundschaft mit mir aufbauen. So. Okay, schön. Ja. Schön. Wenn das ist ein schönes Kompliment für unsere Sendung. Ja, darum nimmt es mir also Wunder. Und mir nimmt Wunder, was redaktionelle Arbeit für so eine Sendung ist. Also es ist klar, ein Gast, der kommt. Lesen. Es ist einfach nur lesen. Es ist echt mega langweilig. Yeah. Lesen und Austausch. Also wir sind ein Trust Warrior Team, es gibt immer noch Produzentin. Also zuerst musst du irgendeinen Gast finden, oder? Das ist wie bei dir. Und du nimmst einfach den nächsten Best und da sitzt der Yves da. Der ist vorher da gewesen. Also. So. Boah. Ich habe ihm noch gesagt, nachher kommt der richtige Gast. Ist gut. Ja, und dort haben wir auch, streben wir so einen Mix an, oder? Also irgendwie von den Themen her, was ist so wirklich philosophisch, was sind so existenzielle Fragen, was sind politische Fragen, aktuelle, dann Schweizer Gäste, ausländische Gäste, Frauen, Männer, Diversity, all die Sachen so ein bisschen, dass man so ein bisschen das Feld abdeckt von den Fragen, die so in der Luft liegen, glauben wir. Und nachher, ja, versuchst du irgendwie die hinzubekommen. Manchmal ist es auch gar nicht so einfach. Du musst schauen, gerade wenn es Leute aus den USA sind oder so, wenn sind die in der Schweiz, in Zürich, im Kaufleuten, wo auch immer, und dann nimmst du sie dann, oder? Und sonst, wenn sie ein neues Buch haben, so. Und nachher, ja, liest du dich zuerst mal ein, in das Universum, in den Menschen. Wir können nicht immer so Dossiers über, Recherchedossiers vom SRF, zum Glück können wir die bestellen. Es gibt eine Abteilung bei SRF, die das macht. Und ja, nachher versuchst du irgendeine Dramaturgie zu machen. Also, wir machen es anders als du. Da ist jetzt einfach so sehr authentisch und informell, oder? Das Gespräch, wo du gut zulässt und versuchst irgendwo hinzukommen. Yeah. Und wir haben auch weil wir noch so Einspieler haben und so weiter, brauchen wir eher einen Plan. Aber
dann versuchst du dann auch loszulassen, oder? Im Gespräch und zuzulassen und die Angebote anzunehmen, was andere gibt gegenüber, yeah, und die Perlen abzuholen. Bis willst dann irgendwann jemand genau. Ja, ein Zeichen macht und du sagst, genau, jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt genau, wir, ja, wir machen schon Punktlandung eigentlich, dann auf die 59 Minuten probieren wir. Und ja, aber es ist immer, also es ist mega schön, es ist eine Kunst, es ist eine Technik, das zu machen. Oder? Was, yeah, ist die erste Frage? Was sagst du in der Garderobe? Yeah. Was schreibst du im Mail? Was sagst du nicht? ja, yeah, also du kennst das, oder? Es ist, aber ich finde es etwas so Schönes. Und ja, und bei der Sternstunde ist es halt eher, sage ich jetzt mal, fachlich, inhaltlich. Mhm. Und bei Fokus auf SRF3 oder beim Podcast ist es eher ein persönliches Gespräch, das, yeah, ist nochmal anders. Braucht nochmal eine andere Vorbereitung und eine andere Haltung auch, glaube ich, im Gespräch. Ja. Yeah. Ja, und dann hast du eben die Produzentin dann noch sagen, die hilft natürlich auch viel bei der Vorbereitung. Der Spiegel ist immer das Konzept noch. Mhm. Und in der Sendung ist da auch jemand auf dem Ohr, der ab und zu sagt, wie es läuft und was noch sollst und wie in der Zeit bist und so. Ja. Yeah. Und wenn jetzt der Gast XY eingeladen ist, ist das denn, ich sage jetzt mal in der Philosophie, jetzt mal so ganz global gesagt, ist das denn auch so, dass vielleicht jemand dort ist, wo komplett andere Haltung oder nach komplett andere Grundgedanken ist als du persönlich? Ja, das gibt's schon. Also ich glaube nicht in Extremform, mhm, aber es gibt Positionen, wo wir immer wieder haben, wo überhaupt nicht meine Positionen sind. Mhm. Und das, glaube ich, macht es auch interessant. Aber es gibt auch viele, die ich so ein bisschen kenne, wo ich irgendwie Affinität habe. Oder ich kenne das schon, als ich mal über das nachdenke. Es ist mir nicht fremd, so. Yeah. Sind so in den gleichen Denkuniversen unterwegs oder so. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Fundamentalist, der mir gegenüber sitzt, wo irgendwie, keine Ahnung. Aber wir haben natürlich Leute, die andere Meinungen vertreten, ja. Yeah. Also, definitiv. Und musst du denn dich als Moderator eher zurücknehmen, weil du bist der Moderator? Oder kannst du dann auch im positiven Sinn debattieren? Ja, ich kann auch ein bisschen debattieren, aber es geht eben in dieser Sendung nicht um mich, yeah, sondern es geht darum, ja, den Gast zum Glänzen zu bringen und auch ihn herauszufordern an gewissen Punkten, gerade wenn es umstrittene Meinungen sind. Oder? Mhm. Dann musst du natürlich als SRF-Journalist eine gewisse Pflicht als Moderator, mhm, gegen Positionen reinzubringen und so und Sachen zu klären, die falsch sind. Das ist dann schwierig, wenn es politisch heikle Themen sind, oder? Das sind dann schwierige Situationen, ja. Und sonst kannst du dann auch, ich finde es noch schön, also ich finde es noch cool manchmal, wenn Gäste Thesen vertreten, die kontraintuitiv sind, also, mhm, gegen meine Ansicht, Intuitionen gehen und auch vom Publikum. Yeah. Das macht es so einfach, du kannst immer so die Neugier spielen und sagen, wie meinst du das, warum kommst du das, wie kann man so etwas behaupten, yeah, und so. Und das sind ja auch, ich bin ja Stellvertreter vom Publikum in dieser Situation. Yeah. Ich sollte ja auch die Fragen stellen, die sich die Leute, die das schauen oder hören, auch würden wollen wissen, oder? Mhm. Und das Nächste würden wollen stellen. Und darum ist es eine schöne Rolle, oder? Ich muss informiert sein, ich muss viel wissen, yeah, dass ich sozusagen auf Augenhöhe kann diskutieren, aber gleichzeitig frage ich nicht das, was mich interessiert, sondern ich frage das, was ich glaube, macht das Gespräch zu einem guten Gespräch, mhm, für die Sendung schauen. Das ist ja die Dienstleistung, oder? Ja, ja, das ist dann natürlich nochmal eine weitere Ebene, wo du dann noch eben stellvertretend für andere Leute, genau, mitdenkst. Genau. So. Ich würde zum Teil irgendwie abdriften, irgendwie, ja, abgespaced die Nerd-Diskussionen über Philosophie, das interessiert niemand. Ja, ja, ja. Wenn mich persönlich fragst, würde ich dich auch. Ich fände das aber wahrscheinlich auch spannend zu sagen. Ja, klar, du spürst natürlich auch das Feuer von mir dann, ja, und so, das ist auch lustig, das steckt dann manchmal auch an. Weil das ist eben das, was hier passiert, ja, oder? Also, ja, weißt, genau. Du kannst dann mit jemandem über, keine Ahnung, mit irgendeinem haben wir mal, mit dem DJ Arts haben wir mega lang über Trash-Food geredet. Ja. So, weißt du, wirklich, ja, könntest du nie irgendwie, ja, auf ein Schild tun und, ja, sagen, heute ist Thema so und so, mhm, sondern irgendwie hat sich das ergeben, haben wir beide so absurde Hassliebe und Leidenschaft dafür, weißt du? Super. Dann ist es irgendwie in das gegangen. Mega cool, aber, ja, das ist auch die Erwartung, ja, deine Sendung sind auch anders, ja, ja, als unsere, oder? Ja, ist klar. Eben, das schaut man wegen dir und wegen der Art, Minuten, wie du fragst und wegen so. Genau. 59 Minuten und man muss... Genau, es muss etwas mit Philosophie zu tun, ja, haben und es muss irgendwie relevant sein und ein bisschen aktuell sein, ja, und so. Mhm. Ja. Hast du mal Shea Krömer gesehen? Ja. Ja. Weil cool, das ist ja, ja, eigentlich... Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ein absoluter Extremis. Weil er ja eigentlich bis auf zwei, drei, die er mag, wirklich so absolute Feindbilder
von ihm und somit auch seiner Zuschauerschaft eingeladen hat und denen eigentlich denen sehr deutlich gesagt hat, was das die Scheiße findet. Alle anderen auch wollen sagen, oder? Ja. Dass es dann zum Teil schon fast so extrem war, dass du, obwohl das zum Teil wirklich schlimme Menschen sind, die dort hocken, dass du fast Mitleid kriegst mit denen und sie auf einmal sympathisch findest. So konfrontativ sind. Ja. Ja, wir haben natürlich, also, eben, ich meine, Schawinski und so macht das ähnlich, oder? Das ist irgendwie, egal wer dort ist, es ist konfrontativ. Das ist eine Frage, einerseits, was will man mit der Sendung, was hat sie für das Profil, was kann man persönlich eigentlich, glaube ich, könnte das nicht, was der Roger Schawinski jahrelang gemacht hat. Ja. Yeah. Was ein Krümer macht, das ist auch immer so ein bisschen, wo ist meine Komfortzone, wo ist meine Persönlichkeit und wo sind meine Talente. So. Und ich glaube, ich kann eher gut zuhören, nachfragen und etwas verständlich machen, was da innen ist, in der anderen Position. Und zum Teil auch mitdiskutieren, klar. Mhm. Aber so jemanden an die Wand stellen, ist schon schwierig. Ja, also ich weiß auch für mein so grundsätzliches Harmoniebedürfnis. Ja, klar, kann ich auch. Kann ich auch. Ja, und ich finde es wichtig, ich finde es gut, weißt, dass es die Art von Talks gibt. Mhm. Das ist ja interessant. Ist, also die ganze Fallhöhe, was dort ist und die Reibung und so. Es ist ja manchmal so ein bisschen fast das Fremdschämen, oder? Yeah, yeah, zuschauen. Genau, aber das ist nicht unser Ziel. Das verstand ich. Ja. Und wo du als Redakteur angefangen hast, hast du das alles auch schon gemacht und bist einfach noch nicht vor der Kamera gesessen? Bin ich wie Co-Pilot eigentlich gewesen, habe die Sendung geplant, habe auch Konzept mitgeschrieben, genau, Online-Artikel geschrieben, so alles ein bisschen drum und dran und genau, einfach noch nicht vor der Kamera. Genau. So, und jetzt stelle ich eine ganz blöde Frage. Hast du denn nicht manchmal das Gefühl, und ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass das so könnte sein, dass im 2023 wie schon alles erzählt worden ist und alles besprochen worden ist? Weil das habe ich manchmal so grundsätzlich. Okay. Da. Weißt du, wenn ich so denke, ja, ich mache es mega gern und ich finde es toll, dass Leute kommen, dass man miteinander kann reden. Aber ich sehe in mega vielen, auch eben kreativen Sachen, denke ich so, es hat alles irgendwie schon gegeben und es sind einfach wie so neue Versionen davon. Ja. Und bei der Philosophie, wo natürlich so weit zurück verfolgbar ist. Klar. Ja, ich glaube, durch das, dass wir in so einer interessanten und leider sehr krisengeschüttelte Zeit leben, wo so viel passiert, so viel Neues kommt. Also weißt du, ChatGPT, Krieg in Israel, Ukraine-Krieg, Pandemie. Also ich finde, da gehen uns Themen und Gäste nicht aus. Ich habe nicht das Gefühl. Ich glaube, es hat mal einen Philosoph gegeben, Hegel, der gesagt, Philosophie ist eigentlich der Versuch, die eigene Zeit in Gedanken zu fassen, den Zeitgeist auf den Punkt zu bringen. Und der verändert sich halt permanent, oder? Ob das jetzt irgendwie um Political Correctness und Wokeness und was einfach alles geht. Das sind alles mega interessante Themen, philosophisch gesehen, wo man lange darüber nachdenken kann. Also ich glaube, so die Erschöpfung ist manchmal eher, wenn du zu viel machst und zu wenig Pause hast. So kenne ich das, wenn ich irgendwie wieder Ferien brauche und so. Dann geht so ein bisschen die Lust weg oder das innere Feuer auf etwas. Aber jetzt bei der Sternstunde habe ich das überhaupt nicht im Fokus. Wenn wir neue Leute haben, so gegenüber, dann macht es eigentlich immer Spass. Ja? Und dann ist es auch immer noch das Geheimnis, was dort ist. Was kommt jetzt? Was sagt die Person? Wie reagiert sie? Und so. Für dich persönlich? Ich denke dann, jetzt denke ich so, heute nicht, jetzt in diesem Gespräch, aber ich denke, bei anderen Gesprächen denke ich, ja, wir haben jetzt irgendwie schon 50 Mal über Comedy Comedy-Szene und keine Ahnung. Ja, dann musst du es auftun, oder? Würde ich sagen. Eben, und dann merkst du, ja, aber es ist ein gutes Gefühl. Also, ich finde auch, es gibt so viele interessante Leute und Themen draußen und das ist auch meine Krise gesehen im Philosophiestudium, kannst du sagen, oder? Also, die Enge vom Horizont, paradoxerweise Philosophiestudium, dass du so ein Detail bearbeitest. Und wenn du es mal auftust, oder? Du hast mal irgendwie, keine Ahnung, plötzlich mal, also jetzt werde ich zum Beispiel eine Quantenphysikerin einladen in einem Monat und mit der über die Welt reden, aus was bestimmen wir eigentlich und was ist Zufall und so. Das Fass flasht mich total. Das ist so interessant. Oder irgendwie, keine Ahnung, über den Entstehung vom Mensch und so. Also die Breite, das Schöne am Journalismus natürlich, die Themenbreite, die Vielfalt. Ja, und du bist dann halt ein Dilettant, ich kenne mich dann halt nicht aus, oder? Aber es ist interessant und
die Leute daheim kennen sich ja auch nicht aus. Also muss ja nicht, dann, nicht Experte sein. Dann tue ich meine Aussage von vorher tue ich jetzt umändern. Ich fühle mich nicht dumm, sondern ich fühle mich super dilettantisch dir gegenüber. So. Genau, das fühle ich mich auch die ganze Zeit. Okay. Ja, also das ist das Grundgefühl, glaube ich, das man hat als Mensch. Ja. Ja, natürlich. Und, Wie ist das bei dir mit so Sachen wie zum Beispiel, also eben dilettantisch ist das eine, Imposter-Syndrom ist irgendwie ja. Noch dort. Ja. Eben, man weiss nichts und irgendwie andererseits, wieso bin ich jetzt da oder ja. Gehöre ich überhaupt da an oder keine Ahnung was? Ja, also kenne ich nicht. Wirklich? Nein, kenne ich nicht. Also ich bin ja manchmal so in Ansätzen, aber ich bin ja jemand, der jetzt nicht auftritt und etwas, keine Ahnung, behauptet, ich weiss etwas, bin mega Experte, mhm. Obwohl ich selbst im Innersten weiss, da weiss ich zu wenig, sondern dann sage ich es auch, oder? Ja. Yeah. Also dann stehe ich hin und sage, ich bin jetzt bei dieser psychologischen Frage bin ich jetzt kein Experte, mhm. Aber ich kann sagen das und das. Mhm. Und von dem weiss ich dann auch, das stimmt. Das ist ein bisschen yeah. Abgebrochen, aber das reicht dann auch für die Formate. Aber ich würde jetzt nicht irgendwo zusagen als Gast, wo es irgendwie, keine Ahnung, um Joghurtfermentierung geht. Da habe ich keine Ahnung. Also yeah, weißt du, so yeah, yeah. In dem Sinn. Aber klar, ich rede auch mittlerweile über viele so verschiedene Sachen, breite Sachen, die in Psychologie hineingehen, in Soziologie, und ich habe jetzt nicht alle Studien gelesen. Mhm. Aber das ist auch nicht meine Rolle. Meine Rolle sehe ich dann eher darin, zu inspirieren und Anregungen zu geben, mhm. Diskussionsanstöße, so, wo man dann nachher weitergehen kann und nachlesen kann. Yeah. Und das habe ich eigentlich so nicht, das Imposter-Syndrom. Yeah. Also ich habe noch nie so einen Gedanken gehabt, glaube ich. Das ist mega schön. Ja, also, ja. Nein, wirklich? Ja, ich glaube, es hat ein bisschen, also ich denke, es hat mit Arzt zu tun, wenn ich dann irgendwie auch das sage, dass, wenn ich etwas nicht weiss. Und mhm. Ja, also. Das habe ich mir natürlich noch nie überlegt, aber es hat sicher auch mit dem Bereich zu tun, wo eben du kannst für dich auch definieren, das weiss ich nicht, oder? Genau. Und bei kreativen Arbeiten. Ja. Kann man natürlich viel mehr das Syndrom kriegen, weil man halt selber eben so findet, ich könnte es noch besser. Sicher. Genau, ja. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das wirklich ist. Ja. Und ich hoffe, sie finden es nie raus. Weißt du, ja. Ja. Aber ich eben, da schaust du ein bisschen an, wie es die anderen machen und so. Und da findest du doch manchmal auch, ja, das ist jetzt auch nicht so. Ja, aber das ist eben der negative Strudel, den du nicht darfst machen. Okay. Also weißt du, in beide Richtungen. Das Vergleichen so. Ja. Also weil eben, natürlich findest du immer etwas oder jemanden, wo du findest, das ist nicht so gut wie mein Level. Und du findest aber genauso gut die andere Seite. So. Und es gibt einen tollen Schriftsteller, unter anderem, Ira Glass heisst er. Kenne ich zum Beispiel nicht, kann ich zugeben. Ich kenne auch nicht, ich kenne eigentlich hauptsächlich wegen einer Aussage. Sehr gut. Wo er sagt, Kreativität, bei kreativen Sachen ist oft das Problem, dass man schon einen Geschmack hat. Man hat schon einen Sinn für Geschmack, mhm. Dass man eben zum Beispiel das sieht und sagt, das finde ich richtig gut. Mhm. Und dann fängt man selber an und ist aber natürlich in seinen Fähigkeiten noch nicht bei dem. Mhm. Das heisst, für ihn ist dann die schlimmste Phase und die, wo die meisten Leute aufhören, ist die Phase, wo man durch das muss durchpoweren. Ja. Wo man sagt, ich verstand schon, dass ich das gut finde, ich verstand, dass ich noch nicht dort bin, aber wegen dem höre ich jetzt nicht auf. Ja. Macht das Sinn? Ja, macht sehr viel Sinn. Und ich glaube, dort kommt das dann auch so ein bisschen zusammen. Auch mit dem Imposter-Syndrom und so weiter und so fort. Mhm. Das halt, man weiß schon, was man gern hat. Und das ist für mich zum Beispiel schon ganz früher, als ich noch mit Leuten zusammengeschafft habe, habe ich dann irgendwie so eine Late-Night-Show gemacht. Und dann habe ich gesagt, das ist aber nicht wie beim Conan O'Brien. Mhm. Oder ich habe es nicht gesagt, sondern jemand hat gesagt, aber du kannst nicht erwarten, dass es ist wie beim Conan O'Brien. Und ich sage, aber das sollte sein, so in meinem Kopf. Ja, klar, die innere Erwartung, die du hast. Oder? Genau. An dich selber und das Produkt, das du dann machst. Genau. Ja. Und das ist so eben die Power. Die Power-Through-Phase sozusagen, wo man auch sagt, dort höre ich irgendwie, keine Ahnung, 90% oder so hören auf, weil sie denken, das werde ich nie schaffen. Ja. Aber es ist, weil sie halt nur das Endprodukt sehen und der Anfang bei sich. Mhm. Und es sind eigentlich ja sollte sie Schritt für Schritt. Mhm. Jetzt habe ich wieder ein bisschen etwas, das ist ein bisschen besser als das letzte Mal. Ja.
Ah ja, ich weiss es nicht. Ich bin eher so ein Prozesstyp. Ich bin nicht so der Produkttyp. Ich bin zum Beispiel, ich improvisiere mega gerne, wenn ich Musik mache in einem Leben und sonst und einem Job. Ich finde, der Prozess selber muss immer eine Befriedigung geben. Und dann schaue ich nicht so sehr, eben wie gut ist das gemessen an einem äußeren Standard, sondern du hast auch immer, du bist ein eigener Mensch, du hast immer eigene Standard. Du machst es auf eine andere Art, oder? Du, genau. Comedy ist mega persönlich, wie du kannst lustig sein auf der Bühne. Es hat so viel zu tun mit dem, wer du bist. Ja. Du bist nicht glaubwürdig, oder? Ja. Du kannst nicht eine Rolle spielen, das sehen alle, das merken gerade alle, oder? Und ich finde, das musst du wieder Mut haben, zu sagen, okay, ich muss meine Stimme finden, meinen Weg gehen und dann auch Sachen machen, die nicht nur Mittel zum Zweck sind, dass nachher irgendwie das Produkt gut ist, sondern ich finde immer auch, das ist das Leben und das sind die Prozesse, die in sich einen Wert haben müssen. Absolut. Weißt du, wie ich meine? Absolut, ja. Yeah. Und wenn irgendwie nur nachher die Sendung super ist, aber vorher hast du irgendwie 2 Wochen Stress gehabt und hast irgendwie, bist die ganze Zeit ängstlich gewesen und hast geklammert und hast irgendwie so und es hat keinen Spass gemacht, aber es gehen nachher alle Lob und sagen, hast du aber gut gemacht, dann bringt es dir einfach nichts am Schluss. Es bringt dir wirklich nichts. Ja. Absolut. Und das ist aber genau das. Und der Prozess kannst du nicht haben, wenn du vergleichst. Genau. Das geht dann wie nicht. Genau. Ja. Weil dann beschäftigst du dich nicht mit dem, was du machst und mit dem, was dir Freude macht. Mhm. Und dann sind so Sachen wie Ticketzahlen. Oder, ich meine, es war wie wahrscheinlich bei einer Sternstunde Philosophie Folge, nachher geht die Quote anschauen. Genau, ja, das machen wir ja auch. Ah, ja, und dann aber vergleichen mit die Sendung vor 5 Wochen. Ja. Weißt du? Ja. Ich meine, jetzt in dem Fall darf ich nicht sagen, das spielt keine Rolle. Wir machen es natürlich auch, um gewisse Leute zu erreichen. Aber genauso wie du meinst, oder? Also wie du sagst, man darf es nicht an dem aufhängen letztlich, oder? An diesen Äußerlichkeiten, glaube ich. Yeah. Vor allem, wenn man sich fragt, was will ich im Leben, aus meinem Leben machen? Mhm. Oder? Und hast Schluss immer schon ist ja tot irgendeiner. Bekanntlicherweise. Und hast du immer schon so gedacht, oder ist denn zum Beispiel eben die Doktorarbeit so ein bisschen ein Auslöser gesehen? Ja, also wahrscheinlich auch. Mhm. Wahrscheinlich auch, aber auch sonstige Momente, wo man sich da fragt, keine Ahnung, nimmst du irgendein Engagement an und dann denkst du, das ist echt noch cool und nachher bist du 2 Tage davor und denkst, Scheiße, jetzt muss ich es noch machen. Mhm. Ich habe keine Lust. Und dann musst du im Nachhinein halt fragen, so ein bisschen dein eigenes Leben prüfen und sagen, okay, was hast du jetzt, in welches Muster bist du jetzt wieder reingerutscht? Du hast nicht Nein gesagt, du weißt doch, du hast echt keine Lust auf das, dann machst du doch einfach nicht, wenn du es nicht musst. Es bringt dir, also, so. Yeah. Wenn du nicht irgendwie jemandem hilfst und das ist ein soziales Ding oder so. Das heisst, einfach Selbstbeobachtung im Alltag, würde ich jetzt auch sagen. Und dann schauen, wenn es irgendwie etwas nicht gut geht, warum ist das so und was kannst du anders machen? Das ist für mich die zweite große Erkenntnis gewesen, die ist nach dem «Ich weiß nicht» gekommen, «Nein» sagen. Ja. Auch wahnsinnig wichtig. Ja. Und wahnsinnig schwierig. Hat natürlich auch mit der Selbstfreundschaft zu tun, habe ich jetzt das Gefühl, oder? Je weniger Selbstwert du hast oder selbst, desto mehr suchst du es halt im Aussen und suchst Anerkennung, Bestätigung, Lob, so. Und sagst darum immer, genau, aber das schlägt halt nicht wirklich Türen nach innen in der Regel, weil es immer eine Performance ist, immer eine Leistung ist, also ja, das ist ja jetzt psychologisch basic gewiss, aber in der Erziehung ist das auch so, oder wenn du die Kinder lobst, nur immer, wenn sie etwas gut machen und für ihre Leistungen, dann denkst du irgendwann, aha, mein Selbstwert, was ich wert bin als Mensch, hängt davon ab, was ich kann und was die anderen nachher, wie viel Lob sie mir geben. Das ist total. Und letztlich hat es nie mit dir selber zu tun, weil du bist immer in einer Performance, wenn du Lob bekommst, oder? Ja. Ja. Also das finde ich schon, das ist eine schwierige Lektion. Ich glaube, das ist ein Thema, das ganz, ganz, ganz viele umtragen. Ja, es ist mir gerade in den Sinn gekommen, genau wegen Engagement und so, oder? Ja. Das hat einfach irgendwie früher ich schon beim Zusagen gewusst habe, ich werde mich hassen dafür. Und zwar wirklich trotzdem, die Aussage. Können absagen. Genau. Ja, und ich habe es gemacht. Ja. Und dann eben kommt das näher. Und dann bist du wirklich oft schon irgendwie 2 Wochen vorher. Ja. Merkst schon, wie oft so die ganze Stimmung bei dir sich einfach so ein bisschen zusammendrücken. Und Ja, manchmal gibt es aber auch Zwänge, oder? Wenn du jetzt irgendwie denkst, okay, das sollte ich machen, das hilft mir dann, um irgendwie die Türen aufzutun und so. Ich finde auch, manchmal musst du einfach auch Sachen machen. Es ist ja sehr privilegiert, was wir jetzt hier reden. Absolut, oder? Also absolut. Nein sagen ist ein privilegierter Diskurs. Aber ich glaube trotzdem, vielen von unserer Bubble oder so, von unserer, wo so einen ähnlichen Lebensstil haben, teilen das Problem. Aber ich habe dort gemerkt, ich stelle sogar mittlerweile mein eigenes Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, stelle ich über den Fakt, das könnte mir helfen. Ja.
Weißt du? Ja. Vor allem, weil dann eben auch natürlich die Erfahrung einem zeigt, sehr oft hilft es einem gar nicht so viel, ja, wie behauptet wird, man selber erwartet, mhm, und ja, so weiter und so fort. Oder? Mhm. Danach kommst du wirklich an den, ja, Punkt. Aber es ist doch, also das klingt gut. Also, ah, natürlich, ja, ja, ist, ja. Ich meine es nicht, negativ, ja, sondern eben, es ist ein Prozess, mhm, wo halt einfach lang geht und irgendwie, mhm, ja, vorher ist der Matteo da gesessen und Matteo ist ein bisschen jünger als ich und wir haben so eine komische... Du bist 35, gell? Oder ja, 40? Ja, und du bist 40. Ich werde 40 jetzt im November. Du wirst 40. Mhm. Knapp im Monat, ja. Aber das sind irgendwie, in Jahren ist es gar nicht so viel, es sind irgendwie 7 Jahre oder so. Mhm. Und wir haben trotzdem, glaube ich, aufgrund von, wie lange ich schon Comedy mache und er, haben wir also eine ganz komische Stiefvater-Stiefsohn-Adoptivbruder, mhm, keine Ahnung was, Beziehung, mhm, oder? Wo einfach ich ihm seit Jahren irgendwie so gewisse Sachen predige, weißt du? Mhm. Wo einfach so eben ich von meiner Erfahrung irgendwie habe und ihm eigentlich damit helfen. Mhm. Und auch aber natürlich zu Recht die Erfahrungen selber muss machen und dann die Erkenntnis haben. Und dann gibt es mir aber natürlich ein super gutes Gefühl, wenn er dann sagt, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Mhm. So, aber die Erfahrung musst du ja gleich selber machen. Theoretisch kannst du alles lernen, aber erst in der Praxis kannst du dann halt auch umsetzen. Ja, aber ich bin natürlich jetzt, ich glaube, du hast recht, aber ich habe 2 Töchter, oder die sind 7 und 4, mhm, und ich habe noch eine andere Rolle. Ich frage mich natürlich auch, was gebe ich mit, was lebe, yeah, ich vor? Und eben gewisse Muster setzt du in der Kindheit und die sind dann sehr schwer rauszubekommen, mhm, oder? Gerade was so Anerkennung und Gefallsucht angeht, also Leistungsdenken. Yeah. Und insofern, dort finde ich, kann man da schon mal etwas sagen oder zweimal sagen, dass das nicht wichtig ist, dass, mhm, es okay ist, wenn man scheitert und so, weißt du? Yeah. Die Sachen. Ich glaube, das macht dann schon etwas. Wahrscheinlich müssen sie es dann gleich noch selber machen, aber sie kennen wie schon den Gedanken. Yeah. Und man kann es wahrscheinlich ein bisschen entlasten, glaube ich, indem man es sagt. Aber ich weiß nicht, ob das schützt. So. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ich glaube, es schützt nicht. Aber, mhm, klar, jeder Mensch ist wieder anders und vielleicht bringt es bei einem Kind wahnsinnig viel, wenn man es sagt. Und, mhm, bei einem anderen Kind ist es wie egal. Mhm. Weißt? Also meine Freundin hat 2 Kinder. Mhm. 7 und 10 und ich bin noch dreifache Götti. Das heisst, ich habe so recht viele Kinder in meinem Umfeld, mhm, und auch dort habe ich konstante Gedanken, welche Figur wollte ich eigentlich für die sein. Mhm. So, oder? Mhm. Dort ist noch viel mehr sich eine Rolle aussuchen. Du kannst eigentlich... Bei eigenen Kindern ist es noch ein bisschen anders, weil es ist sehr klar definiert. Mhm. Und man muss es selber auch nochmal definieren in Partnerschaft und man muss es ja auch herausfinden. Und manchmal passiert auch einfach etwas, das ist eigentlich Kontrollverlust auch. Also du hast ja nicht irgendwie... Und genau, das habe ich dann gemerkt natürlich, wenn ich mehr mit Kindern zu tun habe, wie jetzt zum Beispiel mit den Kindern von meiner Freundin, ja, weil dort bin ich dann halt schon nochmal näher als bei Götti-Kinder, ja, wo du sagst, am Samstagnachmittag kommt der coole Onkel Joel, der irgendwie so ein Geschenk bringt und so. Mhm. 3 Stunden Show abzieht und dann kannst du wieder gehen. Genau. Ja. Ja. Genau. Kannst du wieder eigenen eben nicht. Genau, das merke ich dann dort schon. Obwohl es nicht meine eigenen sind, mhm, bin ich natürlich in einer Beziehung zu ihnen schon so nach, mhm, dass genau dann eben auch so Schwierigkeiten dafür kommen. Oder? Mhm. Und das ist dann Für mich Hirn ist es dann zum Teil so, so schwierig, um irgendwie überhaupt zu verstehen, eben, hat das jetzt einen Impact oder nicht? Und hat es richtig? Mhm. Oder mache ich jetzt etwas ganz Falsches? Und dann spiegelt man es mit der eigenen Kindheit. Mhm. Und weißt du, wo dann irgendwie so, eben so ein ganz kleiner Moment bleibt dir irgendwie für ein Leben lang einbrennt, wo du denkst, das ist gar nichts Wichtiges gesehen. Aber, mhm, irgendwie hätte ich das geprägt als Kind, was auch immer dort passiert ist, mhm, wo irgendwie jemand mal das gesagt hat. Also irgendwie so. Mhm. Und dann bist du die ganze Zeit so... Ja, ja. So nein, mit dem Unwissen, oder? Genau, wieder auf das zurückzukommen. Es ist ein bisschen das Durchwürsteln und das Unwissen. Ja, gerade bei Erziehungsfragen und extrem schwierig. Also ich empfinde es auch bei den eigenen Kindern. Weißt du, mit Ängsten haben wir auch gehabt. Wie, mhm, gehst du mit Ängsten um? Und wenn du sagst, ihnen, komm, jetzt bist du stark, bist du durch, das musst du jetzt eigentlich machen, das gehört zum Leben dazu. Also, tu jetzt nicht so. Und wenn du sagst, hey, komm zu mir, das ist völlig okay, du musst das nicht machen, wir, mhm, können das absagen, wir können kuscheln und so. Mhm. Weißt, das ist so schwierig, oder? Yeah. Die Entscheidungen zu treffen.
Ja. Und vor allem, weil ja dann noch ein Zusatzfaktor kommt, dass die Kinder ja logischerweise auch alle ihr eigener Mensch sind. Genau. Und natürlich auch sehr schnell gewisse Mechanismen verstehen. Ja, ja. Deine und Schwächen dann, kennen. Genau, und dann kommt natürlich so eine Mini-Manipulation an. Richtig. Richtig. Und das dann richtig zu deuten, ja, ist der nächste Punkt. Genau. Sehr schwierig. Aber also insgesamt ein sehr ein schöner Prozess, muss man sagen, ja. Aber es ist einfach auch sehr anstrengend, das ist schon so. Ja, aber zum auf das zurückkommen, was du vorher gesagt hast, hast du dir in dem Fall bewusst auch die Gedanken machen, sobald deine Kinder gekommen sind, wie will ich eigentlich ihnen gegenüber, was sind sie, 3 und 6? Ja, 7 und 4. Okay, jetzt 7,5, 4. Ja. Ja. Also wo sie schon gekommen sind, hast du gedacht, okay, wie ja, wird jetzt der Yves? Nein, ich glaube nicht. Einfach so ein bisschen, also du hast ja sehr viel Zeit, du verbringst so viel Zeit mit ihnen und da kommen sie halt mit Problemen und mit gewissen Reaktionen, die sie haben und so und plötzlich sagt Papa, ich kann das nicht und so, weißt du, so Sachen und dann musst du schauen, wie reagierst du jetzt und was machst und welche, ja, was, eben was gibst du mit, was sozusagen sagst, sehr bewusst, mit Wort, aber auch was lebst du selber vor, weil, also es gibt ja das Sprichwort, du kannst den Kindern noch so viel beibringen, sie machen es einfach nachher dir nachher. Ja. Oder vor allem ihren Gespändchen nachher, muss man auch sagen. Also der Einfluss wird auch immer weniger, oder? Ist auch noch schwierig. Oder irgendwie auch gut, ist halt der Ablöseprozess. Aber ich glaube, so Gedanken machst du automatisch, oder? Von was gehst du mit und was für Körper bist du und für was stehst du ein und was sollen sie lernen, was sollen sie mitnehmen? Was ist der Kompass in der heutigen Zeit? Yeah. Ich meine, was müssen die können, um als gute Menschen irgendwie rauszukommen und auch einigermaßen belastbar zu sein und flexibel zu sein, agil in der heutigen Zeit und so. Ja. Aber ich denke immer, gell, wir leben zum Glück dankbarerweise sehr wohlbehütete Umgebung und in der Schweiz und für uns geht es vergleichsweise mega gut, oder? Und wir haben eigentlich kein Problem, wenn man es mal runterbricht, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Also meine Kinder haben kein Problem, oder äußerliche. Weder Armut, noch Krankheiten, noch Krieg, noch irgendwie sonstige Katastrophen, noch Traumata, oder? Und dann muss man es dann auch mal ein bisschen lockerer nehmen, habe ich das Gefühl. Also. Ja. Yeah. Weißt du, Sachen relativieren. Ich finde, das ist auch wieder Philosophie, oder? Man muss ein bisschen Vogelperspektive und ein bisschen zurücktreten, Distanz nehmen. Reframing, ja. Yeah. Ja, und sehen, das ist alles nicht so gross. Dort sehe ich oft Schwierigkeiten, dass eben bei dem quasi rauszoomen und probieren, ja, fürs Kind irgendwie zu zeigen, dass das jetzt nicht so ein Ding ist und eben, dass eigentlich das alles in Ordnung ist. Das sehe ich zum Teil als eine mega Challenge. Weil eben ich erinnere mich dann an mich. Natürlich ist in dem Moment in deiner Welt das absolut Schlimmste und das ist auch eben zum Glück eine von den wenigen negativen Erfahrungen, die du gerade in dem Moment machst. Und darum reagierst du dann so stark auf das. Ja, ja. Ja, aber ich meine, eben das sind halt Kinder. Ich meine, das ist ja ein Prozess vom Erwachsenwerden. Ist ja das irgendwie auch, dass du die Sachen eher kannst relativieren, auf Distanz zu gehen, zu dir selber auch. Aber wir sind immer noch so oft natürlich in dieser Bubble drin und meinen, die Sachen sind wichtig, was objektiv überhaupt nicht wichtig ist, oder? Wir nehmen uns oft so sehr wichtig. Aber was machen wir da? Ich meine, wir bauen das Podcast-Studio auf und irgendwelche Leute hören zu mit zwei. Wir sind Affen, wir sind Säugetiere auf einem so einem scheiß Planeten am Rand von einer Galaxie, wo, in einem Universum, das raumzeitlich fast unendlich ist. Es ist so absurd, oder? Und gleichzeitig gibt es Krieg und Katastrophen und Krankheiten. Also mir hilft das, zum Teil so die richtige Perspektive zu finden auf das, was wir da machen. Das ist eine riesen Freakshow, sorry. Das ist Jammertal, oder? Yeah. Was alle machen und die Rolle, das Rollenspielen so im Alltag und sich wichtig nehmen. Genau, und eben, wo sind wir? Ich bin abgedriftet. Nein, großartig. Ja, das ist irgendwie so ein Weltbild, wo ich glaube, ist wichtig, dass man sich so ein bisschen auf den Boden holt wieder. Und ab und zu sich klar macht, wer man eigentlich ist da und was man da macht. Ja. Wir haben es von den Kindern gehabt und eben wie man den Kindern das probiert beizubringen. Ja, eben. Und eben, die sind in einer Bubble in, oder? Und was sie gerade sehen, jetzt das so aus, dass wenn es jetzt unbedingt, oder? Und dann das wieder unbedingt und dann musst du sie auch ablenken. Also ist total absurd. Aber wir sind ja oft auch so, oder? Also die Ablenkung, oder? Mit Social Media oder was auch immer ist, oder? Mit Medienkonsum.
Ich habe eine Folge gesehen von Bleisprossart, wo es um Prokrastination gegangen ist. Ja. Weil natürlich auch ein grosses Thema bei mir. Und bist du jemand, der gern und gut prokrastiniert, heisst das? Natürlich. Also aufschiebt. Ah, ja. Natürlich, ja. Und natürlich habe ich auch schon sehr viel Ausreden, warum. Und auch, wie will ich sagen, Argument dafür. Aber es ist natürlich genau das, wo du dort zum Beispiel gesagt hast, mit der Task, statt der Task zu beenden, sich dann einfach kurze Dopaminschübe geben, mit eben irgendwie noch YouTube und irgendwie noch Social Media und keine Ahnung was, dass dann am Schluss eigentlich das absolute Gegenteil der Fall ist, dass man sich selber verteufelt und findet, jetzt hast du wieder gar nichts gemacht, so in dem Stil. Ja. Und das ist natürlich bei Selbstständigen und wenn man noch einen kreativen Job hat. Klar. Das kann alles Teil vom Prozess sein, es kann aber auch absolut Bullshit sein. Man kann es auch noch reinreden, ja. Genau. Ja, es braucht extrem viel Selbstdisziplin, also das stelle ich mir schwierig vor. Eben, für dich ist es wichtig zu sagen, okay, ich lade jetzt den Gast ein und dann ist das Gespräch und dann muss ich es machen, aber dann musst du dir irgendwie so äußeren Druck setzen, sozusagen sich selber überlisten, deine eigene Trägheit, habe ich das Gefühl. Müsste ich jetzt machen, glaube ich. Zum Gast einladen und dann wirklich das Gespräch und dann weisst du, okay, jetzt muss ich. Mhm. So. Also, weil jeden Morgen aufstehen und sozusagen aus eigenem Antrieb, ohne dass du anderen etwas schuldest, ohne dass die dir das erwarten. Ja. Klar, das eigene Chef sein ist ganz eine absurde Situation. Ja. Weil der Unterschied ist, Chef oder Chefin sagt dir halt effektiv, was du sollst und was du nicht sollst. Mhm. Und es ist durch das dann ziemlich klar definiert. Mhm. Aber man hat selten mit sich selber ein Gespräch, wo man sagt, so, der Chef in mir sagt jetzt ein Mitarbeiter in mir, die Woche sieht so aus. Mhm. Sondern eben, man lässt es dann auch wieder durch unsere Zustände so geschehen. Genau. Und aufgrund von dem, du hast dann einfach so Inseln arbeiten, wo du dann so sagst, okay, an dem Tag kann ich eben irgendwie Podcastaufnahmen, an dem Tag kann ich irgendwie Auftritt und das und das. Das heisst, ich habe hier einen Tag, wo ich in dem Fall das schaffe. Mhm. Und man muss halt in dem Ganzen sich gleich auch eine Struktur geben. Ja. Ich habe zum Beispiel Sonntag immer frei. Ja. Das mache ich aber noch nicht so lange. Ja, das ist mega wichtig. Also finde ich mega wichtig, ja. Aber es hat lang gebraucht, um wirklich zu sagen, Sonntag. Und die Übungen und so? Am Abend hast du wie so eine Deadline, die du dann nicht mehr machst? Nein, weil also eben oft ist das schon gesteuert durch zum Beispiel Auftritt. Ja gut, okay, das ist speziell. Mhm. Das heisst, dort ist dann wie klar, also eben länger als das kannst du gar nicht. Ja. Weil dann musst du losfahren oder auf den Zug gehen und dann hast du die Show. Mhm. Das ist dann eigentlich recht klar definiert. So, aber dass ich am Sonntag irgendwie noch, eben, weil ich prokrastiniert habe, dass ich dann am Sonntag schicke jetzt anfange die Mails, damit die am Montag halt etwas haben, wenn sie wieder ins Büro kommen, das so Zeugs gibt es nicht mehr. Sondern es muss ja dann irgendwann einmal eben so eine klare Baseline geben. Genau. Darum, also wie du gesagt hast, die Ablenkungen, mit eben, darum sind wir überhaupt aufgekommen. Genau, die Ablenkungen und jetzt in dem Fall oder die Selbstdisziplin oder die Struktur, die du dir musst selber aufbauen damit dich nicht irgendwie selbst ausbeutest und zu viel machst. Das nach oben ist immer offen und so. Oder kannst noch besser, noch mehr und so, noch kreativer. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, das habe ich zum Beispiel schon nur mit der Wochenrundshow gehabt. Dort haben wir auch gekriegt von der Recherche immer ein Dossier über den Gast. Und ich kann mir vorstellen, dass halt ich würde mich auch sehr gerne verlieren in so etwas, dass eben wenn du sagst, viel lesen, irgendwann liest du gar nicht mehr für die Sendungsvorbereitung und du bist komplett niemand anders. Ja, das ist der Zeitdruck, der halt hilft. Also das ist nicht der Fall, oder? Also das gibt es eigentlich vielleicht mal im Sommer, wenn wir lange Pause haben und ich nehme ein paar Bücher noch mit, irgendwie in die Ferien oder so für mich selber, aber sonst hast du eigentlich immer gefühlt zu wenig, oder? Also du gehst immer, du kannst immer noch mehr oder besser vorbereitet in eine Sendung gehen, oder? Das ist immer so, das ist das Gefühl, das Grundgefühl. Ja. Tja, ich gehe jetzt nochmal einen kurzen Schritt zurück zu dem, was du vorher gesagt hast, bezüglich einerseits die Kinder und andererseits eben hast du noch ein bisschen abdriftet mit die grosse Freakshow, die wir da haben. Ja. Hast du, wo du die Kinder gekriegt hast, also wo die Kinder gekommen sind, nochmal mehr über dich selber gelernt?
Hast du das Gefühl gehabt, bevor Kind 1 geboren worden ist, du bist bei dir eigentlich schon weit in deiner Selbsterkenntnis und in deinen Daily? Ja, also man lernt extrem viel über sich selber und auch über das Menschsein, glaube ich, und yeah, über das Leben noch einmal, das würde ich schon sagen. Also es geht irgendwie Druck aushalten, wenig schlafen, so ganz basale körperliche Sachen, mhm, aber auch so Emotionsregulation nennt sich das, glaube ich, in der Psychologie. Mhm. Also weißt du, die Stimmungsschwankungen von Dreijährigen sind unaushaltbar, wirklich. 10 Sekunden ist super und yeah, nachher ist einfach die Hölle, oder? Mhm. Und das ist wieder gut und du bist in diesen Gefühlen und musst mitmachen, musst empathisch sein und mhm, so. Also das ist schwierig auf Dauer, habe ich das Gefühl. Nervlich ist natürlich auch anspannend, also anstrengend. Ich glaube, man lernt viel so über die Belastbarkeitsgrenzen. Mhm. Wir haben es uns daheim so 50-50 geteilt, das heisst eben, ich arbeite 80%, meine Frau 70% und mhm, ich habe eigentlich von früh bei beiden Kindern jeweils eine längere Auszeit genommen von ein paar Monaten und, yeah, und habe auch das wollen, irgendwie den Prozess mitmachen und dass es nicht nachher die Asymmetrie gibt, oder? Dass du nicht yeah, gesagt, okay, gut, du kannst nicht wickeln, dann mache ich es, komm und packen, fürs 9 kannst du auch machen. Ja, ja, ja. Weißt du, das ist dann, wenn du andere Startbedingungen hast, ist irgendwann so, dass die eine Person viel mehr macht. Also über sich selber lernt man so über Grenzen, auch so mit eben Frustrationstoleranz und so, mhm, die Geschichten. Aber auch dann über das Menschsein und über die Schönheit vom im Moment aufgehen und den Spieltrieb und so und das Rollenspiel und den Humor und mhm, all das. Also weißt, irgendwie, ich habe vor kurzem ein Büchlein geschrieben über Humor, mhm, Philosophie des Humors und dort spielen natürlich Kinder grosse Rollen, oder? Weil yeah, irgendwie, du lachst so viel und sie lachen so viel am Tag, oder? Und sich mal fragen, warum lacht jetzt das Kind über das, oder? Was yeah, ist da lustig? Hat schon Sinn für Humor, wenn es irgendwie meine Schuhe nimmt und in denen rumläuft, die grosse, wie eine Klone in der Wohnung? Wieso, woher hat sie das Konzept, dass das nicht passt, dass das mhm, lustig ist? All diese Sachen, oder? Das ist extrem philosophisch, extrem anregend. So. Mhm. Kind zuschauen, mit Kind umgehen, glaube ich. Also, ja, was ich dort spannend gefunden habe, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch, muss ich ehrlich sein, aber was du dort sagst, ist ja eigentlich das Verstecken spielen ja, mit einem Kleinkind. Ist Urszene vom Humor. Genau, ist eigentlich der absolute ja, Ursprung ja, von einer humoristischen Szene ja, im Kontext für, eben, in dem Fall noch ein Baby. Genau. Aber es ist natürlich genau das. Es ist das erste humoristische Lachen, yeah, würde ich sagen. Weil vorher gibt es schon das Engelslächeln und mhm, so. Es gibt die Spiegelung, wenn du lachst, lachen sie auch. Mhm. Aber so im Sinn von einem humoristischen Lachen, von einem befreiten, mhm, entlastenden Lachen, ist das, wenn du eben das Spiel machst, das Gugus-Spiel mit dem Tüchli, mhm, oder, und dann plötzlich kommst du wieder führen mhm, und sie haben zuerst den Orientierungsverlust und nachher das Verschrecken oder die Überraschung bei den Pointe ja, und nachher das Vertraute, wo wieder da ist, sozusagen die Angst, die sich auch auflöst. So. Mhm. Das sagt extrem viel aus, oder? Aber wie ein gewisser Humor auch funktionieren kann, wie es auch Strategie ist, irgendwie die Welt und die schrecklichen Sachen, die tragischen Momente zu bewältigen durch Humor, weißt? Wie eine andere Perspektive zu finden, zu den gleichen absolut, Sachverhalt, die da yeah, sind, oder? Und das ein bisschen leichter zu nehmen, so. Genau. Ja, darum, natürlich kann ich mir das Buch... Also ich habe es abgeladen auf Kindle. Ja, ist cool, sehr cool. Tut mir leid, ich bin nicht mehr so der physische Büchernarr. Aber natürlich hat es mich Wunder genommen, die Philosophie des Humors. So, oder? Ja, es gibt unterschiedliche Kapitel. Es ist auch viel Psychologie und mhm, Evolutionstheorie. Woher mhm, kommt das Lachen bei dir zum Beispiel? Ist auch mega interessant. Und dann hat es auch ein bisschen Ethik. Was, yeah, was darf man noch, wo darf man jetzt und so? Ist ja, heute in der Zeit. Von den Tieren sagst, ist das anscheinend Ratten auch ja, lachartige, für uns Menschen nicht hörbare ja, Geräusche machen. Ja, 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 genau, so ein höchstes Zirpen, genau, ein Lachen. Ja, und zwar möchte ich das beim Spielen, und das ist auch noch interessant, das steht auch im Buch, das Lachen, also die berühmte Theorie sagt, das Lachen kommt aus dem Spielen raus. Yeah. Und wenn du Kinder hast, siehst du das, oder? Und wenn du mhm, dir anschaust, wie sie einander irgendwie nachrennen und also miteinander so ein bisschen kämpfen und so. Yeah. Und dort kommt das Lachen, oder? Zum zeigen, hey, das ist nicht ernst, was mhm, ich da mache. Es gibt auch die Theorie beim Kützeln auch, oder? Wir kützeln uns dort, wo wir am verletzlichsten sind, mhm, die anderen. Und das Lachen sagt, es ist gut, oder? Es mhm, ist wie die Angst rum, aber gleichzeitig auch die Erleichterung. Und eben bei dir, also bei Menschenaffen gesehen, sieht man das Lachen, yeah, lachartige Schnaufen so, und mhm, bei den Ratten anscheinend auch, wenn sie yeah, miteinander spielen. Ja, ja, ich bilde mir ja auch ein, dass ich es bei Hunden sehen kann.
Dass sie lachen? Ja. Wie machen sie das? Irgendwie, auch mit dem Schwanz wahrscheinlich, wie alles. Ja klar, der Schwanz wedelt, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, bei gewissen Hunden siehst du auch ein Lachen von... Es gibt jetzt zum Beispiel in so einen komischen Social Media Trend, wo sie irgendwie ihre Tiere flüpfen und mit ihnen so drehen. Okay. Aha. Die sich so ja. im Kreis drehen ja. und sie filmen es. Okay. Und ich habe das Gefühl, dort siehst du ein Lachen bei diesen ja. Tieren. Das interessant. Ist wirklich so, interessant. So. Keine Ahnung, ob es stimmt. Das ist wirklich reine Wunschdenken. Ja. Nein, ich wünsche mir natürlich, dass alle lachen, immer. Viel gut. Ja. Aber das mit dem Spiel ist interessant, weil es natürlich auch so, wenn man Witze erzählt, oder ist es auch so eine fiktive spielerische Welt, du mhm. baust etwas auf, mhm. aber es ist dann nicht ernst gemeint, oder? Du löst es auf. Es ist ja. auch so ein Spiel, auch der andere so ein bisschen geistig aufs Kreuz legen, so auf eine Fährte locken. Ja. Yeah. Und nachher kommt irgendwie die Pointe und dabei gehst du anders ab und dann, ah, okay, so. Ja. Yeah. Also ich glaube, mit dem Spiel und mit dem Humor kann man sehr viel, viel machen. Ja, yeah. Ja, also in der Stand-Up-Comedy redet man auch oft von einem Spiel. Also irgendwie auch eben, dass der kreative Prozess ist, to play. Und irgendwie to play ja, around. Siehst. Und auch ein Podcast, wenn er lustig ist, mit ja. irgendwie ja, für Comedians, die bullshitten, sozusagen, dann ist das auch play. Und es mhm. ist irgendwie sehr, sehr verwandt noch mit dem, was man eben als Kind als Spieler gemacht hat. Vor allem, wenn man ein Spiel erfunden hat. Ja, und klar. so Zeugs, oder? Spiel erfunden oder auch Regeln brechen. Weißt du, Sachen anders machen, sie falsch machen, Grenzen genau. überschreiten. Extra. Sachen, die verboten sind, yeah. zu machen. Irgendwie, oder meine Tochter isst dann irgendwie mit, keine Ahnung, mit der Gabel in der falschen Hand oder auf die falsche Seite, yeah. oder? Und dann bricht sie die Regeln. Und das macht Comedy auch, oder? Man bricht genau. mit unseren Erwartungen, mit unseren Regeln, mit mhm. dem gesunden Menschenverstand oder mit dem, was irgendwie nett ist, so. Ja, ja. Und das Lustige ist, dass dann eine Comedy-Show, also wenn du jetzt in einem Raum bist und irgendwie die Comedy-Show vor da, das ist dann ein bisschen ähnlich, wie das vorher gesagt ist mit dem Kützeln, dass ja quasi sich selber kützeln geht ja nicht, weil mhm. die Überraschung fehlt. Ja. Hingegen, wenn du dann so einen Raum anschaust, dort wird so wie, so empfinde ich das, energetisch hast du dann wirklich so die Abmachung, eben alles da innen ist jetzt das Spiel. Mhm. Das heißt eben auch, wenn Person X etwas auf der Bühne sagt, das ist wirklich nur als Teil von dem Spiel. Das heißt nicht, das ist meine Meinung, das heißt nicht, ich will mit dem irgendetwas anderes bewirken, als einfach, ich will die irgendwie überraschen und eben in dem Spiel zum Lachen bringen. Ja, oder? Ja, ja. Und ich glaube, das ist so die implizite Abmachung, die das Publikum und du hast, oder? Eben, das ist das, was ich das Gefühl habe, wird. Aber. Ja. Yeah. In der heutigen Zeit ist das eigentlich gar nicht so einfach, oder? Also, nein. Weißt du, was darf man in einer bestimmten Rolle sagen? Mhm. Was ist noch okay? Yeah. Was ist Spiel? Was geht schon nicht mehr? Mhm. Was kann man nicht sagen, das ist nur lustig gemeint gewesen? Yeah. Sondern es verletzt Leute, all diese Geschichten, oder? Von dem her ist es dann auch schwierig, manchmal, die zu sagen, das ist jetzt nur Spiel und ich darf da die Grenzen überschreiten. Natürlich. Gewisse Grenzen sind natürlich auch schwierig, oder? Es soll natürlich auch keine Ausrede sein. Also weißt, ja. ich habe oft das Gefühl, also nein, nicht oft das Gefühl, aber ich habe das Gefühl, man kann natürlich, wenn man will, kann man mit dem oft schnell eben entschuldigen. Genau. Es ist ja nur ein Spiel ja. gesehen, es ist ja nur ein Witz gesehen, oder? Mhm. Was aber natürlich schon sehr spannend ist, was ich immer noch merke, obwohl ich selber jetzt schon ein paar Jahre Comedy mache, ich verwünsche mich selber auch noch bei Sachen, die aus dem Kontext gerissen werden, dass wenn ich nicht am spezifischen oben in diesem Raum gesehen bin, dann muss ich auch immer die Haltung einnehmen, ich weiß es nicht. Mhm. Weil es kann wirklich ein Wort anders, es kann Gesichtsausdruck, also im Raum spürst du das alles viel stärker, ja. als wenn du dir nachher in einer Zeitung lesest, ja. Person XY hat das und das gesagt. Mhm. Also, und ja, Kontext ist alles. Noch, ja. Immer noch bei so Sachen. Also, weißt, dass du andere dann beurteilst, wenn du etwas lesest oder was. Genau. Ja. Und irgendwie eben, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, also Shitstorm ist übertrieben, aber dann gibt es wieder irgendwie so ein bisschen Medienkarussell zu irgendeinem Thema oder keine Ahnung was. Und ich merke dann, aha, ich muss in dem Fall live die Show schauen und dann eben kann ich mal anfangen, mir eine Meinung bilden. Weil alles andere ist ja dann eben eine Meinung, die extern schon. Genau, und jetzt sind wir wieder bei der
bei dem Nichtwissen oder bei der Ambiguitätstoleranz, bei dem Aushalten auch von, wie ist es jetzt genau gemeint gewesen, weil es gibt auch Fälle, also Lisa Eckhart und andere, weißt, wo dann irgendwie in der Show selber bist und du weißt nicht genau, wie soll ich jetzt das deuten? Ist es extra ambivalent gehalten, also so in der Schwebe? Sie sagt, sie macht das so zum Teil, oder? Aber wer bedient sie damit, oder? Yeah. Welche lachen dann gleich? Lachen alle aus dem gleichen Grund? Mhm. Ich finde, dort sind wir auch nicht gut, in der heutigen Zeit das zum Teil auszuhalten. Die Schwebe, die Unsicherheit, die Unklarheit, die Ambiguität, oder? Yeah. Und manchmal ist es auch nicht so. Also ich meine, Comedy ist auch im Idealfall eine Form von Kunst und Kunstwerke sind immer ambivalent, oder? Die sind immer, du hast nicht eindeutig und das ist die Richtung. Ja. Sondern es gibt auch einen Spielraum und den muss man irgendwie lernen, auch aushalten, finde ich. Klar, klar gibt es Grenzen. Aber es gibt eben auch die Grauzonen, wo darf sein, glaube ich. Ja, und es kommt dann auch im Umkehrschluss, merkst du dann auch irgendwie, es ist gar nicht so eine, auch dort eben, es ist nicht nur Teams oder so eine binäre Geschichte von Lachen oder nicht Lachen, sondern wenn du es machst, merkst du dann auch, ich finde es sehr spannend, Sachen dann zum Beispiel rauszustreichen, weil man eben das Gefühl hat, es ist nicht der, in Anführungs- und Schlussstrich, richtige Lachen. Ja, genau. Wo du so merkst, den willst du nicht. Ja, das gefällt mir nicht. Mhm. Und irgendwie, eben ich habe das Gefühl, es ist der Dave Chappelle hat zum Beispiel seine Sendung damals ja aufgrund von dem aufgehört. Ja. Weil er gesagt hat, er hat gespürt, wie ein Kameramann zu fest lacht. Und er kennt den, er weiß aus den falschen Gründen. Genau, und zwar aus dem falschen. Also wenn ich das transportiere, dann will ich das nicht machen. Ah, so. Interessant. Okay. Also will halt, klar, noch mit einer Racial-Komponente dort, wo eben klar, du kannst das eine Welle aussagen, aber es wird anders aufgefasst und so weiter. Ja, da hast du irgendetwas falsch gemacht wahrscheinlich. Und das Gleiche ist eben mit so Cheap Laughs, gibt es ja auch. So, oder? Du weißt, es löst den Lacher aus, aber wenn du dann das Gesamtbild, oder wenn du jetzt als Kunst willst anschauen, denkst du, ja, irgendwie nicht. Nein, ich ertappe mich, dort, also mich selber dort schon dabei, wenn ich mich sage, was für ihn finde ich richtig gut, dann ist das so Cringe-Comedy-Zeug, oder so Stromberg und so Sachen, finde ich grossartig. Ich auch. Hast du eine hohe Cringe-Toleranz? Also, in dem Fall. Also ich habe die mehrfach geschaut, ich weiß nicht, was man noch draufsetzen kann, es gibt sicher noch mehr, ich da nicht schaue. Ich glaube, das Zeug von Sacha Baron Cohen ist, glaube so... Ja, aber das ist... das Highest Level. Okay, kenne ich jetzt nicht... alles, aber grundsätzlich ist die Art von Umwandlung von Scham in ein Lachen, also von Fremdscham, was ich ganz interessant finde. Yeah. Und Absurde natürlich auch, so die absurde Form von Unlogik, wo man irgendwie an Grenzen kommt mit dem eigenen Verstand. Wenn irgendwie der Woody Allen sagt, die Ewigkeit dauert lang, vor allem gegen Schluss. So Sachen, weißt du, wenn ich das ist grossartig. Das natürlich auch. Aber schon das Scham, der Umgang mit Scham finde ich ganz, ganz toll. Und dort ist natürlich oft ein Tabubruch, oder? Und Sachen, die man eigentlich nicht sollte. Und, und darum ist es so ein schwierig, oder? Aber ich finde. Kennst du Jerks? Nein. Also, wenn der so. Gut. Cringe. Wenn du Stromberg als Beispiel nimmst, dann müsstest du mal Jerks schauen. Vom Ulmen. Und der Fari Yardim, sie spielen quasi sich selber und es ist angelehnt an, ich glaube, Norwegisch ist so ein Original. Und es ist so eine Mischung von, es ist gescriptet, also es ist absolute Fiction, aber sie improvisieren viel in der Szene. So, und auch das ist natürlich so richtig geile, viel authentischer Dialog, wie einfach die Person A sagt, Person B sagt, sondern sie schwätzen sich zum Teil drei und zum Teil wirklich falsch. Die Christa Ullmann hat doch auch das «Mein neuer Freund», oder wie das geheißen? Das ist ganz schlimm gewesen. Wirklich. Eben, und darum sage ich, Zeugs von Sacha Baron Cohen, es gibt ein paar von, wie heißt «This is America». Ja. Weil er hätte ja dann nicht mehr können als Borat, er hätte nicht mehr können als Ali G, und weil alle schon gewusst haben, dass das ist, dann hat er so ein paar neue Rollen kreiert. Gut, ja, ich werde es nachschauen. Und ist dann in den USA. Und das ist, also, dort hat ein Kollege von mir mit einer hohen Cringe-Toleranz, der hat immer aus dem Zimmer müssen und ich habe Tränen gelacht. Drum, das nur so als Tipps, wenn du das gefällt. Sehr gut. Und ich freue mich dann immer sehr über irgendwie Feedback. Ja, gut, mach ich. Ich merke auch, wenn ich auf völlig verschiedene Sachen
lache, oder? Wie eben zum Beispiel absurde Sachen, habe ich immer gern bei Shows bucht, so Absurdist Acts, wo in einer Stand-Up-Show dann eben wie schon nicht mehr objektiv reinpassen und dann gleich der halbe Saal Tränen gelacht hat und die andere Hälfte wirklich gefunden hat, nein, und was ist das, oder? Aber ich dann auch komplett zusammenbricht bei so etwas. Und dann aber auch wieder polizatierisch, also ein bisschen so ein Schlagwort geworden, aber auch satirisch, ja. Aber auch in diesem Bereich extrem kann lachen, eben Cringe-Zeugs. Und ich habe das Gefühl, es kommt dann auch von völlig verschiedenen Seiten und auch von völlig verschiedenen Emotionen. Also ich habe das Gefühl, obwohl es Lachen ist, stützt dann auch irgendwie andere, ich glaube auch, andere Hirnpartien angreifen, sozusagen. Also. Ja, es ist irgendwie eben, ich meine, du findest ja unterschiedliche Humortheorien von Freude, wo es mit irgendwie mit Hemmung zu tun hat und mit Scham und so. Bis irgendwie zu der Inkongruenz, oder, dass Sachen nicht zusammenpassen und dass die Vernunft irgendwie stolpert und an Grenzen kommt. Oder auch natürlich die Überlegenheit vom Scheitern, oder? Also der Klassiker, wenn die Leute einfach Platz gehen, oder? Pleiten, Pech und Pannen und die Sachen, die sind zum Teil auf YouTube, die Compilations funktionieren schon auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Absolut. Und ich hatte Pony M, dort haben wir ein bisschen über, habe ich von ihr gelernt, Gelotologie, wo du auch in deinem Buch beschreibst. Die Forschung vom Lachen, sozusagen. Ich habe ja eine ganz eigene Theorie über Schadenfreude. Und zwar 100% Empathie. Mein Bewältigungsmechanismus, das auszuhalten, weil ich so fest mitfühle, ist, dass ich einfach lache wie ein Idiot. Und es passiert immer wieder. Und ich kann mich fast nicht mehr. Und eben zum Beispiel meine Freundin ist dann also groß sehr gut, weil ich einfach so fest lache und ich so, das ist wirklich einfach, ich bewältige gerade, was passiert ist. Ja, das Ausmaß von Empathie, das Mitleid kannst du nicht aushalten, darum tust du sozusagen abführen mit dem Lachen, würde Freud sagen. Ja, du tust das Gefühl wie ersetzt, du sparst dir das Gefühl von Mitleid und lachst es weg, hat der Freud gesagt. Oder? Du kannst natürlich auch Peinlichkeit sparen, eben bei Cringe oder Scham. Absolut. Überspielen. Ja. Absolut. Genau. Ja, das macht Sinn. Ich finde, das macht total Sinn. Und darum finde ich Schadenfreude eigentlich der falsche Begriff. Ich auch. In dem Punkt, auch der falsche Begriff. Ja. Also, du freust dich, manchmal ist es so schuld, aber du lachst dann nicht und denkst, jetzt hat es mir aber gut oder hat es jetzt verdient. Aber du lachst nicht, sondern lächelst. Oder bist du so ein bisschen selbst zufrieden. Ja. So. Das ist Schadenfreude. Aber das Auslachen bei Sachen, wenn Leute auf den Latz gehen oder bei peinlichen Sachen, das ist etwas anderes. Ja. Glaube ich auch. Warum hast du dich entschieden, ein Buch über die Philosophie vom Humor zu schreiben? Also, das beschäftigt mich im Alltag so stark. Ich versuche viele, es spielt auch eine wichtige Rolle, ob das eine Bürositzung ist oder sonst irgendetwas. Ich versuche viele so Spannungen auch zu lösen. Ja. Yeah. Und auch so Widerstände oder schwierige Situationen, peinliche Situationen aufzulösen mit Humor. Das ist für mich so in Sachen Lebenskunst ein wichtiges Tool, also ein wichtiges, ja, das habe ich irgendwie mitbekommen, es passiert auch so automatisch. Und philosophisch habe ich dann einfach gesehen, es ist extrem spannend, so verschiedene Disziplinen und es ist immer noch ein Rätsel, eben. Warum lachst und welche Arten von Lachen gibt es und was hat es für eine Funktion und wie wichtig ist es für unser Leben und so generell, für Lebenskunst. Und dann das mit den Kindern noch, also die Kinder sind schon ein Faktor gewesen, wo man irgendwie, wo die Szene hast eben, und du denkst, woher kommt das? Woher hat es jetzt den Sinn für Humor? Und so, es ist so etwas tiefmenschliches, wo so viel über uns aussagt und also einerseits die Neugier, das zu verstehen, aber auch so für mich selber zu sehen, sehr persönlich, es ist wichtig für mein Leben. So. Also bist du so ein De-Escalator mit Humor? Ja. Würde ich sagen. Also ich glaube, in vielen Alltagskontexten oder bei Weihnachtsessen oder so ist dann schon, dass ich irgendwie merke, jetzt wird es irgendwie cringy oder peinlich oder dann, gefährlich oder dogmatisch und so. Die Leute aus der Rolle werfen, eigene Schwäche eingestehen, Sachen auf eine andere Ebene bringen. De-Escalator tun gut, genau. Also ich weiß, dass schon in ein paar Situationen, eben gerade so Familienfesten und so, dass ich zum Teil unglaublich dankbar gesehen bin, dass wirklich in dem Moment ich eben nicht reagieren kann und so ein Gefühl kriege von, jetzt wird es schwierig. Ja. Auf jemand dann so etwas unglaublich Dummes sagt, dass eben die ganze Spannung sofort gelöst ist. Ja, weil, das ist Wahnsinn, oder? Ja. Und darum, es ist ein kompletter Bewältigungsmechanismus. Ja, ich glaube auch.
Es hat auch dort so die Ambivalenz, man kann natürlich auch die Sachen überspielen, die wirklich wichtig sind. Weißt, ich finde, es gibt auch Leute, die dann sich selber zum Teil die eigenen Gefühle nicht wichtig genug nehmen, Sachen überspielen und sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig, Witzli machen so. Ja, ja, ja. Das gibt es auch, aber ich finde, in den allermeisten Situationen haben wir eher zu wenig Humor und zu wenig Distanz als zu viel. Ja. Bist du denn als Kind auch schon jemand gesehen, der Leute zum Lachen bringen wollte? Als Kind hatte ich grossen Spieltrieb gemacht und habe viele Leute auch nachgemacht. Und so sind Sachen, die viele Kinder oder Buben haben. Und mein Vater hat natürlich auch einen prägenden Einfluss gehabt auf den Humor. Der ist auch so ein bisschen der Typ, der dann eher so ein bisschen Sachen relativiert und Distanz aufbaut und so. Und nicht gern hat, wenn man sich selber zu ernst nimmt. Und das ist mir heute eigentlich noch ein Credo, glaube ich. Wenn jemand nicht über sich selber lachen kann, dann muss ich das nicht so ernst nehmen. Das ist es eigentlich. Oder? Das ist auch wieder zum Anfang zurück, müssen wir langsam abschließen. Absolut. Nein, Moment, wirklich. Okay, nein, weißt du, so das Fanatische oder das Dogmatische, oder, wo mich irgendwie abstoßt. Egal wo. Egal wo. Und dort dann irgendwie das Spielerische und das Licht wieder reinbringt. Ja. Also ich stelle mega oft fest, wenn jemand nicht Selbstironie hat. Das ist der Punkt, oder? Ja, das ist es, ja. Dann nehme ich es einfach schräg. Weißt du nicht, was machen, oder? Nein, dann bin ich so. Pff, Das ist mega schwierig. Und darum sind so eben so Leute, die vielleicht so im Umfeld, weißt du, so ein bisschen als Witzfigur angeschaut werden, sind sich oft viel bewusster von der Wirkung, die sie haben, weil sie dann eben irgendwie auch eine Selbstironie haben und irgendwie sich eben in dem Bewusstsein mit dem dann auch bewegen und können mit dem spielen, als den Menschen, die irgendwie so, ich werde ernst genommen und darum, ich nehme mich selber ernst. Was du mir jetzt sagst, also weißt du, irgendwie... Es ist dann so fremd, der Mensch ist so fremd, gell? Ja. Und das Lachen oder die Brechung, das aus der Rolle fallen und sich selber irgendwie, schnell nicht wichtig nehmen, das schafft so eine Nähe, das ist Wahnsinn. Extrem. Und ich meine, Comedy in meinem Fall basiert dann auch auf dem. Also weißt du, es geht nicht darum, dass man über mich muss lachen, aber es geht darum, dass man mit meinen Eigenheiten und irgendwie, wo jetzt irgendwie das bei mir erkannt hat, dass in einer völlig anderen Situation Menschen sich in dem auch können wiedererkennen. So, obwohl die Situation jetzt denen nicht passiert ist. Es ist eine Geschichte aus meinem Leben, wo irgendwie, aber man versteht das Gefühl von eben keine Ahnung, zum Beispiel Scham oder irgendwie Unsicherheit und all. Ja, sie können dann stellvertretend über sich selber lachen mit dir, indem sie über dich lacht und du über dich selber. Oder? Genau. Das ist es eigentlich. Ja. Dass ich eben auch dort das Gefühl habe, es muss die Empathie irgendwie rum sein von, ich verstand die Gefühle, die Person dort hat. Und gleichzeitig macht es dich natürlich sympathisch und ich finde es immer leichter über über sympathische Leute zu lachen oder sagen, einen Comedian, den man sympathisch findet, finde ich in der Regel auch viel lustiger. Es ist so. Große Basis ist Sympathie. Ja. Ich merke auch, wenn ich mal eine Comedy-Show schaue im Ausland und ich kenne niemanden. Ja. Ich meine, ich mache natürlich sehr, sehr schnell schon Votum, ob ich die Person grundsätzlich mag. Die Bühnenperson. Weißt, das heisst ja noch nichts über sie privat und keine Ahnung was. Und das ist dann schon ein Wegweiser, wie ich dann den ganzen Auftritt finde. Das geht sehr schnell. Also. Und natürlich, wenn man etwas sympathisch ist, bin ich auch lachfreudiger und bin mehr dabei. Und bei anderen, eben lachst du dann vielleicht nicht so viel, du bist mehr so ein bisschen am Nachdenken. Beobachten. Und beobachten. Genau, ja. Hey, also wir haben jetzt wirklich, was denkst du, hast du gesehen, wie lange wir gemacht haben? Ich habe durchgeschaut, ich sehe jetzt knapp 1,5 Stunden. Hättest du das gedacht? Nein, ich hätte eigentlich eine Stunde, aber es war super, es war mega interessant und sehr viel Freude gemacht und ich glaube gut aufeinander gelost. Mega cool gewesen. Das freut mich, weil eben, du bist jetzt einer von den Menschen gewesen, der im Vorfeld gefragt hat, was machen wir, irgendwie, wir mal etwas quasi vorbereiten oder irgendwie natürlich aufgrund von deinem Job und dann bin ich immer so ein bisschen sehr respektvoll, weil ich dann so denke, hast du eine Erwartungshaltung darüber, wie das Gespräch wird? Oder erwartest du grundsätzlich etwas von mir? Weißt du, so.
Ich wollte wie wissen, ob du etwas erwartest. So. Also das war wirklich das. Und das kann ja sein. Und wenn klar ist, du erwartest Spontanität und ein persönliches Gespräch, dann ist das gut für mich. Das war mega cool gewesen. Sehr schön. Also bitte komm wieder mal, wenn du magst. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Und alles Gute. Zum Abmoderieren, Kamera. Ja, nicht so hochprofessionell. Also, nein, ich schaue immer zum Christoph und sage immer Danke. Weil er macht natürlich einen Bombenjob da. Mit Live-Schnitt. Live-Schnitt, top gewesen. Ja. Ah, schön. Bye-bye. Merci.